So, einen wunderschönen guten Abend. Da bären wir mal nach langem wieder. Also bei mir ist es nicht ganz so lange, aber bei Jason doch schon ein bisschen länger. Hallo, ich lebe noch. Yay! Ich drehe mich gerade also, vor Freude im Kreis. Also noch, bis die Runde anfängt, der Killer kommt und ich nicht mehr weiß, was ich tun soll. Nicht ihnen entgegenlaufen. Ah, ist also leichter gesagt als getan. Der ist böse, also das ist nicht dein Freund, Jason. Du weißt doch, ich schaffe es auch bei Tetris nach Farben zu sortieren. Oh, wir haben voll schnell was gefunden. Ja, das weiß ich. Das als Farbenblinder. Also Hut ab dafür. Naturtalent. Die sehen aber bunt aus. Oh, die haben aber einiges am Hut geändert, ne? Wirklich? Ist das so? Ja. Keine Ahnung. Also normalerweise konnte ich die immer direkt anklicken und dann ploppt da das Steam-Profil auf. Jetzt muss ich da irgendwas auswählen. Hast du überhaupt irgendwas mitgenommen? Ich muss mich auch mal richtig hinsetzen. Nee, ich habe mit ihr noch nichts. Wobei, die Münze habe ich reingeschmissen. Ach, aber kein also. Item. Items habe ich nicht. Bei Meg. Aua. Oh, ewig, dass wir beide zusammen mal DVD gespielt haben. Das, ja, also 3 Monate ist es schon her. Ja, ich habe zwischendurch mal privat gespielt. Aber zusammen gespielt haben wir 3 Monate lang nicht mehr. Das ist richtig. Das ist ein Vierteljahr, oder? Das ist ganz schön lange her. Hör bloß auf. Wir werden alt. Du kannst so für dich reden, ich werde nicht alt. Ich werde nur schöner. Bist du wie Peter Griffin, der in den Jungbrunnen gefallen ist? Ja. Oh nein, es ist Freddy. Oh Gott, nein. Oh nee. Das ist ein super Start. Hier sind ganz viele Leute. Kommt alle zu mir an den Gen. Ich bin in der Check. Wieso bist du von mir weggegangen? Du bist auf dem Mac, oder nicht? Ja, aber ich habe dich nicht gesehen. Und hier ist noch jemand am Gen. Alle checken. Freddy kommt. Freddy verfolgt den. Oh, ich hab Herzschlag. Ey, der ist ja auch zu Check gelaufen. Ja, ob da ist er. Nein! Daneben, Bitch. Ich kam nicht rechtzeitig durchgekrochen am Stein vorbei und so. Der hat sich gerade voll teleportiert. Was ist denn da los? Warum teleportierst du dich, Mister? Das ist ein ganz blöder Punkt, wo ich hier sitze. Wieso? Ich sitze direkt neben einem Haken und einer brennenden Mülltonne. Du sagst das und Freddy fängt an zu lachen. Das fand ich witzig. Okay, aber er hat mich nicht mehr. Ja, er verfolgt Yugi und Yugi rennt hier bei uns rum. Yugi? Oh. Nein, nicht Yugi. Yugi Muto. Alter, gleich schmeißt er mit Karten. Er reißt sein Herz aus und schmeißt das auf den Herz der Karten und so. Das wäre so witzig, wenn er schreit, Zeit für ein Duell. Und dann so Karten, so Linie-Wurfstellen auf mich. Ja, neuer Killer confirmed, Yugimoto. Nice. Warum kommt die jetzt mit ihm hierher? Das finde ich doof. Oder Kaiba. Dann ist sein Mori der weiße Drache, den er im Kopf abbeißt. Da bist du ja wieder, Kollege. Wo bist du hingelaufen? Hast du Kleingeld gesucht? Freddy, geh weg. Ich mag dich nicht. Aua. Bist du gerade durch eine Pfütze gelaufen? Vielleicht. Du bist genau gesehen, mein Freund. Hey, was ist denn mit dem Typ, der teleportiert sich ständig? Was ist denn los? Shit. Du bist ein Zauberer, Harry. Wir machen eben kurz einen Gen-Fight und dann retten wir dich eventuell. Naja, ich hänge erstmal ab. Das ist gut. So, ich habe jetzt 2 Gens gemacht, den Rest kannst du dir machen. Sei auch der bei der Check war auch bei der Hälfte, wenn ich mich gerade recht entsinne. Hat er den nicht getreten? Doch, hat er ja. Also es kann sein, dass er nicht mehr bei der Hälfte ist. Dann ist er wahrscheinlich bei der Hälfte von der Hälfte. Irgendwie verabschieden sich meine FPS gerade. Warum? Keine Ahnung. Die mögen Freddy nicht. Die wollen gehen. Also irgendjemand läuft die ganze Zeit. Ganz weit weg. Das habe ich gerade voll nicht kommen sehen. Ich hab dich. Schön. Pass mich an. Ja, natürlich. Oh mein Gott, da kommt doch so einer. Geh weg. Also ich glaube, die sind beide gerade ganz weit weg da hinten. Das heißt, wir könnten zu dem an der Check. Okay.
der inzwischen wieder fast komplett down ist. Ja, der hat den getreten, nicht so gut. Laute da hinten! Wir versuchen jetzt zu arbeiten. Guck mal, deine Schwester liegt da. Was, meine Schwester? Ja. Ach so. Oh. Oh ja. Täuscht er an? Nein. Doch. Doch. Er hat sie gerade auf den Boden. Aber warum hast du geschrien? Ja, weil hier eine Pfütze ist. Ah. Und er sich ertäuscht. Jetzt täuscht er nicht an, ne? Jess, geh weg! Wir verstecken uns hinter diese Heldenstadt. Hat er nicht? Nee, noch nicht. Ach, aber okay, gleich. Weggelaufen. Oder? Nee, noch nicht. Er sucht doch. Er ist aber, dass er es beide nicht gefunden hat. Ich glaube, jetzt ist er weg. Also ich höre ihn noch. Ich nicht. Ah, jetzt geht er auf die andere Seite. Okay, mach den Jen. Ich muss ihn mal eben kurz aufwecken. Soll ich mal Totems machen? Ich habe hier gerade zwei gesehen. Wenn du Zeit und Lust hast, ja. Ja, mal ganz entspannt hier. Erste Runde. Easy. Yui, nicht laut dadurch. Oh, ich komme ja direkt dahin. Nein, ich bin doch fast fertig. Nein, alles gut, er folgt dir doch. Ja? Folgt dir doch. Okay, fertig. Ja, nee, er geht weg. So, jetzt müssen wir aber auf die andere Seite. Das wäre taktisch klug, sonst haben wir hier alle. Auf die, wo die gerade gelegt wurde? Ja. Das wäre taktisch klug. Warum kann man sich eigentlich nicht in die Kisten reinlegen, die man öffnet? Ja, wenn du dich da reinlegst, ist sie für immer schließen. Ah. Denn ich bin der wahre Killer. So, ich habe zwei Totems gemacht. Stimmt, du spielst auch in der Nähe, ne? Ja, ja. Oh, die wurde aber ganz schnell runtergeholt. Und Freddy verfolgt sie. Oh, hier hinten ist ein Jen. Der ist schon wenigstens angefangen. Muss was macht der Typ da? Ich beobachte die auch gerade. Ich komme hier nicht wirklich weg. Wo bist du denn? Bei den Holzstapeln hier. Bei denen da, wo der Jen an ist? Da, wo die Tür auch ist. Ja, ich glaube, der Jen ist hier an, ja. Und ich habe ein Totem hier. Na gut, dann mach wenigstens das Totem. Quasi neben dem Holzstapel ist ein Hügel und neben dem Hügel ist der Jen, den ich gerade mache. Aber ich versuche den fertig zu machen. Oh. Kann aber für nichts garantieren. Nein. Als ob die tot ist? Ja, ja. Die hängt schon. Zweimal. Nein, Schwester. Oh Gott. Ich hab da was im Nacken. Das ist gut. Ich gehe jetzt wieder auf die andere Seite, weil hier ist der Jen. Ist fertig. Ich gehe jetzt. Jason! Geht er jetzt andersrum? Ne? Da ist er. Er hat hier überall Pfützen hingelegt. Ernsthaft. Nein! Da war ich hoffe, zu der andere macht auch einen Jen. Einer sitzt am Jen und einer hockt hier hinten rum. Täuscht der an? Er täuscht. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Kann Freddy dann kurz hören, dass jemand am Gehirn sitzt? Weil ich meine, man hört ja die Reparaturgeräusche. Weißt du dann, dass ich hier bin? Das kann er. Geh weg! Nicht stinken da. Ich werde schon runtergeholt. Nice! Ach, hier in der Sonne und Jen. Ja, mach hier, mach ihn, mach ihn. Ich bleib mal auf der Killer-Check-Seite mit ihm. Jo. Hab sogar ein Köfferli gefunden. Cool. Nein, Frederik. Wir sind bei der Hälfte. Ja, ich bin noch nicht mal angeditscht. Alles cool. Ich bin angeditscht. Nichts cool. Jess. Ach Gott. Was? Bei einem Zauberer Harry. Oh, das ist eine Pfütze. Sind bei 80. Ihr müsst leben. 90. Und fertig. Na heiß. Hör auf. Geh weg. Bitte kämpf mich nicht. Aua.
Ach, da hinten. Ich habe alles versucht. Ist da ein Haken direkt in der Nähe? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ja, doch. Bleibt doch bei jedem Baum hängen. Lass ich hier noch zu. Außer natürlich der Random geht ran und macht auf. Okay. Ich habe hier direkt einen Ausgang, aber ich glaube, der macht hier überall seine Pfützen hin. Ich habe die Luke. Wow, Jason. Der andere Typ macht den Ausgang auf. Ja, genau da ist auch die Luke. Ja, Freunde, lasst mich hängen. Gar kein Problem. Oh, wo ist er? Und er geht einfach raus. Und jetzt voll die Snitch. Oh mein Gott. Nein, Adam, was habe ich dir getan? Why, Adam, von wo kommt er? Hinter mir. Ja. Shit. Alter, wie hat er mich nicht gesehen? Geht er weg? Er geht gerade zurück, ja. Boah, als ob der den Ausgang öffnet und sich einfach verpisst. Was ist los mit dem Jungen? Hast du zufällig den Schlüssel dabei? Nein, ich muss mich auch erstmal heilen, weil er mich sonst gleich direkt legt. Oh, Jason, als ob du einfach weggelaufen bist. Ich dachte, du läufst mir hinterher. Ich dachte, wir laufen zum Ausgang. Ja, aber wenn der da ist, der kriegt mich doch direkt. Ja, da hätte ich einen Schlag auch gefangen. Das weißt du ja nicht. Wenn ich hinterher gelaufen wäre, schon. Wenn du hinter mir gelaufen wärst, aber er wäre doch vor uns gewesen. Ja, oder vor dir gelaufen wäre, dann. Siehst du, dein Plan hat Lücken. Ganz viele, wie immer. Oh, der ist lückenlos. Was? Nix. Was? Hattest du gerade einen Schlaganfall? Wahrscheinlich. Oh shit. Wie sieht's aus? Ich laufe gerade, glaube ich, Richtung Ausgang. Ich weiß halt nicht ganz genau, wo er ist. Genau da, wo die ganzen aufgestapelten Holzpaletten, also die Holzstämme sind. Genau dahinter. Okay. Bist du da? Ja. Dann geh raus. Ich soll immer die ganzen Dinger mitnehmen. Yay! Boah, als ob er uns zurückgelassen hat. Was ist los? Wow. Oh, aber ey, erste Runde und wir sind direkt entkommen. Yeah. Fand ich trotzdem nicht nett von dem Typen. Nö. So, was ist jetzt umgebrochen? Da. Juhu. Die Fähigkeit zu überleben. Oh, okay. Achso, dann müsstest du ja was da, also... Ja, einen habe ich jetzt von 5. Du brauchst Gold, ne? Ja. Okay. Ja, ich wusste, das Gengar bringt uns Glück. Ich mag Gengar. Er ist lila. Lila. Aha. So, was kann ich dir mal einpacken? Ey, Jason, bist du auf die Schweine verpflichtet? wahrscheinlich nicht. So, ich bin bereit. Ego. Ach ja, das war dein Leid. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir die erste Runde direkt schaffen. Ich auch nicht, das kam sehr überraschend. Ja, mich schon, ne? Ich muss doch 2 vom Haken holen. Und noch ein Gen aktivieren. Reparieren. Aktiviert Abwehrkräfte. Ja. Actimac aktiviert Abwehrkräfte. Wow. Hui. 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 Drehst du dich wieder im Kreis oder spielst du wieder Beyblade? Nein. Hui. Was soll man sonst hier machen? Wird es wenigstens irgendwelche Minispiele geben, wo man sein Quicktime üben kann oder so? Er hat hier irgendwie nichts zu tun. Ja, oder sie könnten so einen Tisch hinstellen, wo man Karten spielen kann. Muss ich es aber einfach da dran setzen und erstmal eine Runde kniffeln oder so. Das wäre auf jeden Fall lustig. Na, wir haben ja eben schon relativ schnell eine Runde gefunden. Wir hätten uns zwar bereit gemacht, bevor wir den Stream gestartet hatten, aber kurz darauf haben wir schon den Stream angemacht. Also es war nicht ganz so lange von der Wartezeit her. Mhm. Jason, und sonst so, du warst ja ewig nicht mehr da. Doch, das Übliche, ne?
Oh, kaum willst du was erzählen, denkt das DBD so, nee, halt die Schnauze, weiter geht's. Keiner will sich dein Tag. Will keiner wissen. Vielleicht ist es passiert kein wieder ein Tag war. Ich spiele mit David und deiner Schwester. Kenne ich nicht. Muss unehelich sein. Ihr seid Zwillinge. Obwohl deine Frisur schöner ist. Ich finde zwar diesen dritten Zopf am Hinterkopf immer ein bisschen sehr seltsam. Ich meine, wer trägt das so? Aber so allgemein, die zwei Zöpfe stehen dir ganz gut. Hm. Trage ich auch im Real Life so. Ja, aber nicht auf dem Kopf. Oh Gott. Ja. Wirklich? Jason, reiß dich zusammen. Also so kann das gerne bleiben, dass wir jetzt überleben. Aber ich glaube, das war nur so eine harmlose Einführung. Also nach dem Motto, oh guck mal, ihr seid das erste Mal wieder seit langem in DBD unterwegs. Wir schenken euch in Anführungszeichen mal diese erste Runde und jetzt könnt ihr nur noch abkacken. Ist das echt so? Nein, nein, das wird jetzt ganz super. Wow. Alle voll hier den Ego-Trip und du packst deine Mütze ein. Haben Sie meine Münze für mich? Ach, schön. Na gut, dann gucken wir mal, wie die nächste Runde wird. Das Schöne ist ja, Jason kennt den neuen Killer halt noch gar nicht. Da freue ich mich schon. Mhm. Ich weiß noch keinen Plan, was der kann, was der macht. Er kann dich hauen und umbringen. Ja gut, das können sie alle. Na, Freddy nicht. Haha. Er kann mich auch hauen und dann, wenn er Mori hat, kann er mich auch direkt umbringen. Nein, der hat dich gerade nicht umgebracht, deswegen... Ey, Jason. Hä? Doch, das bist du. Du bist das mit dem Zöpfen. Hallo? Ja. Oh da Gott. Kommt was. Es ist Oni. Du, so als wärst du der Baum. Sei der Baum, Jason. Ich bin eins mit dem Baum. Aha. Ich habe keine Ahnung, von wo der kommt. Von hinter uns. Oh, der ist hinter uns. Lauf weg. Oh ja. Ich sag sogar dreimal, der ist hinter uns. Ah, aua. Hat er dich gerade ernsthaft verloren? Würde mich überraschen. Also du hast schon ganz gut Abstand gewonnen, aber ich glaube, er hat deine Fährte wieder aufgenommen. Ja, ja, ich hinterlasse ja meine Periode hier. Das ist so eklig. Ah, oh, ich habe die ganze Runde noch gar nichts gemacht. Warum nicht? Dann mach doch mal was. Ja, mach ich doch. Ich sitze am Gen. Was machst du? Ich laufe immer noch vor ihm davon. Wow, ich wollte gerade gucken. Alter, du rennst voll auf mich zu. Jason, tu das nicht. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich laufe jetzt hier im Haus vorbei. Ja, wärst du statt nach links zum Haus, nach rechts zur Wand gelaufen, wäre ich da gewesen. Ah. Er will aber dich, naja. Ja, ja, ist immer noch in der Arbeit. Nee, er will dich gar nicht, Nicht, ich habe inzwischen keinen Periodenblut mehr, was ich verliere. Warum bist du so eklig? Was denn, ich bin eine Frau und sie hinterlässt Blut. Also. Wow, also können Frauen nicht einfach nur normal bluten? Nein. Aus der Nase oder weißt du das nicht? Du bist doch selbst eine Frau, du musst es doch wissen. Ja klar, wir können sonst nicht bluten, außer so. Richtig. Oh, das ist eklig. Guck mal, da hängt er. Ja, ist deine Schuld, weil du ihn mit Blut gefüttert hast. Soll ich ihn mal abhängen? Oh, kannst du machen, wenn du willst. Joa, mach ich. Muss ja eh noch Leute abhängen. Oh, da ist der Uni auf dem Bärchen. Auf dem Bärchen? Ach, da oben. Bärchen. Hey, jetzt chillt er da oben rum, was ist mit dem? Ja, das Blöde ist, jetzt kommt er hier hin und hört mich wahrscheinlich. Haha, er hat schon runtergeholt. Das finde ich jetzt aber doof. Du lässt doch Blut wieder fallen. Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht warum. Hey, weil du verletzt bist, du Nase. Ja, aber eben habe ich das die ganze Zeit nicht gemacht. Welch mal wohin rennt? Der Jen ist fast fertig! Ich bin doch gar nicht dahin gerannt. Ich hab in der Ecke gehockt. Ach so. Jen ist fast fertig, tippt ihn an! Sind da noch andere? Nein, da ist noch einer. Hallo, heil mich erstmal. Nein, Oni! Warum?
Scheiße, da bin ich angetreten. Und jetzt geh weg. Nein, es ist mein Blut. Geh weg. Wow, David, wärst du nicht losgelaufen, hätte er dich nicht gesehen. Der ist ja doch immer noch. Nein, der verfolgt David, jetzt hol mich. Okay. Nein, David, renn nicht zu mir. David, lol. Hat er du. Komm schon, Jen. Komm schon, Jen. Oh mein Gott, das ist wieder voll weit runter. Nein. Nein. Ich hinterlasse Blubbel aus Blut. Meine Blubbel. Ja, das sind meine Blubbel. Und er denkt sich wahrscheinlich, dass es seine sind. Die sollten wir gleich nehmen. Dupp. Auha, er ist böse. Da ist was. Achso, willst du dich selber heilen? Nö, ich hab dich nicht gesehen. Dann hab ich aufgehört und dann hast du gefragt und dann war ich verwirrt. Und jetzt da kommt was. Nee, er bleibt hier. Es wäre sehr praktisch, wenn einer von uns mal diesen Jeff-Perk mitnimmt. Jeff, mein Name ist Jeff. Ja, aber dann wisst ihr, wer bei Barbecue hat. Ich hab keinen Jeff. Stimmt, du hast ja niemanden. Ich hab niemanden. Oh, ich find diesen Anhänger hier ganz cool, den blauen. Am Haken. Der sieht voll schön aus. Aus deinem Haken, ja cool. Willst du da bleiben? Apropos Haken. Der Haken ist irgendwie durch meinen Hals durch. Ja, das kriegen die auch gebacken. Das ist ein brennendes Totem. Oh, was für ein blaues. Das leuchtet. Du kannst mich auch heilen, ne? Achso. Hier ist ein brennendes Totem, Alter. Hab ich doch gleich gesagt. Du kannst mich trotzdem heilen. Kannst du dich selbst heilen? Nee, ich habe keine Selbstheilung dabei. Mason, was ist da los? Ich muss die... Oh, ja. Geiles Totem. Geile Priorität. Ey, komm, der kann uns eh one-hitten legen. Außer mit der lässt du Blut tropfen. Du solltest nicht von mir weglaufen. Warum nicht? Vielleicht... Weil du eine Spur aus Blut legst, die er sehen kann. Vielleicht willst du mich ja ihm aushändigen. Ja, das sowieso. Hallo. Hallo. Siehst du, da kommt er schon. Ja, die sind meine Schuld. Guck mal, der geht weg. Alles gut. Oh ja, hört die andere. Okay, dann lass uns hier direkt einen Gin machen. Oder sie legt sich da einfach hin, weil sie müde ist. Aha. Kommt hier auch direkt der Haken. Oh shit. Hi. Hi. Ich glaube, er ist sauer. Hey, das sieht doch heim, du hinterlässt doch ein Blubbelmädchen. Oh Gott. Da kommt er. Diesen Stein herum, denn der Stein ist mein bester Freund. Baumstein, rette mich! Schnapp den Stein und schmeiß nach ihm. Es funktioniert jetzt! Er wird mich festkämpfen, aber es funktioniert! Nein! Baumstein, rette mich erneut! Aber es hat funktioniert. Jedenfalls für den Moment. Denkst du das erste Mal oder das zweite Mal? Oh, ich habe keine Ahnung. Ah, das war witzig. Ah, hier ist weiter mal. Okay. Mach ja noch bis zur Hälfte. Oder auch nicht. Ja, alles cool. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Sowohl der Killer als auch Jason. Das weiß ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache ja noch bis zur Hälfte mit dem den Jen und würde mich dann auf den Weg machen, aber dann ist er schon irgendwie.
Ja, er krauscht da hinten gerade rum. Oh, hey, Uni, was klappt? Also, geht er nicht zu dir, oder was? Doch, aber langsam. Jetzt rennt er. Jetzt rennt er. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt kommen die Bogen. Ja, was machst du da? Sie versteckt sich, obwohl Uni nicht da ist. Komm, komm, Uni, du kriegst sie aus dem Versteck. What the fuck? Nein, und jetzt hängt sie mich ab, wo ich ran wieder. Ich war die ganze Zeit alleine und kaum kommt Uni, denkt sie sich, oh, das ist ein guter Moment, um sie runterzuholen. Nein, Jasons Stimme hat sich nicht verändert. Er klingt nach wie vor wunderbar feminin. Er ist nämlich eine richtige Lady. Ja. Ja. Ich bin eine richtige Lady. Und sein echter Name ist Margaret. Ja. Ich dachte, ich heiße Marvin. Ah, da bricht meine Stimme sogar schon. Nein, Jason ist so wie immer. The best of the best. Oder the best of the rest. Wahrscheinlich eher das. Ach komm, ein Gen, das kriegen wir hin. Ich finde, wir sind relativ gut dafür, dass, ne? Und so. Oh, ich habe einen Gen gefunden. Nein, ich habe mir doch gerade fertig geheilt. Geh weg. Nein. Töte die anderen. Ich bin Rip, also du kannst durch ihn machen. Uni? Okay. Ich bin irgendwo am Rand zwischen einem Haufen Gestein oder so. Und mach dann Gen. Oh, shitty-little. Mayday, mayday! Stürzt du ab oder wie? Oh Gott, ja! Nee, den Notruf! Oh shit. Was? Nee, mich gar nicht mehr. Will er mich noch? Will er mich nicht? Nee, er will mich nicht. Oh je. Der Verteil hatte Stress. Oh ja. Oh, jetzt kommt er wieder zu mir! Also, ich bin jetzt bei 80. Ja, gut, ich. Wo ist ich hinterlasse halt die ganze Zeit noch meine blöden Blutkugeln. Ich komme nicht dazu, mich zu heilen. Oh shit, Lidoodle. Egal, ich werde sterben, aber du wirst es schaffen, Jason. Oh, die Ausgänge sind ja schön weit weg. Nope. Mayday, mayday. Ich will nicht mehr. Aber jetzt sind ganz Zeit gut für auf. Die Haie, Uli. Er ist, glaube ich, weggegangen. Okay, Bahn. Oh, wir sind hier bei dem Aus... Oh ja, genau da, wo er jetzt hinläuft. Ich wollte gerade sagen, also über kurz B und jetzt... Ach, da ist der Ausgang. Jupp. Bist du auch da? Ja, und er sucht mich. Ja, weiß er, dass du da bist? Hat er dich gesehen? Er müsste mich von der Entfernung, glaube ich, gesehen haben. Komm schon näher, heil dich schneller. Okay, mach ihn auf, Jason. Okay, das ist ein. Lauf, Bitch. Oh, nein, scheiße. Nein, was? Er hätte mich so oder so noch gekriegt. Ist sie von selbst aufgestanden? Nee, ich hab sie noch aufgehoben. Ich hab aufgemacht und aufgehoben. Warum bist du nicht mit rausgelaufen? Weil er mich so oder so noch gekriegt hätte. Ich hatte darauf gesetzt, dass er sie verfolgt und ich mich dann nochmal verstecken kann. Aber leider hat er mich Jason, Mann, ich hol dich! Komm her, Bruder! Lass uns rausgehen! Sprintboost! Nein! Der ist leider von uns mit Leben. Ich werd's nicht sein, er hat mich. Er sucht. Oh, alles gut. Krieg ich einfach schon mal zum Ausgang oder recover? Also ich recover gerade. Ich könnte theoretisch sogar von selbst aufstehen. Die Frage ist nur, wie lange ist das gesperrt? Ich glaube, es ist nicht mehr gesperrt. Krieg raus einfach. Ja. Er sucht gerade noch. Wenn er weit genug weggeht, na, der zählt irgendwie auf.
Hast du schon gestruggelt? Ja, ich bin tot. Nein, Jason! Oh Gott, der Plan war so genial, aber... Ist jetzt wieder gesperrt? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich kann es leider nicht sehen. Oh Mann, Jason, das war so gut. Du hast dein Leben geopfert, um den Randoms zu retten, deine Schwester. Mhm. Auf Stufe 3 ist das echt eine Minute? Ich sollte echt mal... Also ich spiele ja manchmal Killer, also was heißt manchmal? Ich habe das ja ein paar Mal im Stream gespielt, aber ich lese mir halt die Perks immer nicht durch, weil ich so faul bin. Weil ich mir das eh nicht merken kann. Bist du rausgekommen? Ja. Ah, gut. Ausgang war wieder offen, am Info. Ich hatte aus Versehen schon wieder auf Schließen gedrückt. Ach, guck mal her, 38 Sekunden lang war das gesperrt. Oh, ich hätte den ja abgenommen, aber ich wäre halt auch tot gewesen. Oh Mann. Aber es war an sich eine gute Runde. Ja. Oh, Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal lauter werde, aber ich kriege immer voll die Panikattacken, wenn ich so ein fettes Vieh verfolge. Wie so ein schreiender Mann mit einer Keule, das, Huch. Du hast dich aber ganz schön verändert. Was ist da los? Ich dachte, es wäre mal angemessen, wenn du einen Bart trägst, ja, finde ich auch. Mein Äußeres zu verändern. Ich weiß gar nicht mehr, was die ganzen Items machen. Du kannst ja schon mal auf Bereit drücken, das dauert ja eh eine Runde. Eine Runde? Eine Runde? Ja, eine ganze Runde. Oh, ich habe noch einen Kuchen. Oh, ich habe noch 100%. Soll ich die mal reinschmeißen? Ja, du willst ihn ja wahrscheinlich eh prestigen, oder? Ja, müsste ich bald mal wieder. Ich habe schon wieder 700.000. Ja, siehst du, dann spiel ihn noch jetzt, haut seine Sachen raus und dann kannst du ihn ja eigentlich schon wieder fertig machen. Nice, nice. Ah, ich finde so im Schnitt, ich hätte nicht gedacht, dass wir so, naja gut, in der ersten Runde sind wir beide entkommen, zweite war sehr, sehr knapp. Ist natürlich blöd gelaufen. Also wir wären rausgekommen, hätte er diesen komischen Perk da, diesen Blutwächter, das heißt nicht gehabt. Ja. Ach ja. Ach Mensch. Jason, Jason, Jason. Ob wir dich noch auf Rang 12 bekommen heute? Ich weiß nicht. Wie viele goldene Dinger musst du sammeln? 5. Wie viele hast du? 1. Ja komm, von 2 Runden 1 schon bekommen, das passt schon. Ja, war stets bemüht. Wow. Ach ja. So Jason, jetzt darfst du von deinem Tag erzählen. Ich liebe dir, dich ja vorhin so abgewürgt. Ich habe ganz viel Pokémon Go. Okay. Immer wenn ich dich dann noch frage, geht's los. Oh, wie gut, dass das Mal war dein Tag. Holst du Luft, willst gerade erzählen, die Billy denkt sich so, na, fick dich, interessiert keinen. Wow, der Bedellet ist voll unhöflich. Aber was eingepackt, ne? Ja. Welchen Survivor willst du dir denn als nächstes holen? Du hast ja noch nicht alle. Du hast zumindest eine Milliarde Scherben oder so. Naja, 44.000. Das ist eine gute Frage. Ich habe keinen Plan. Ja, wenn du so viele Scherben hast, dann gib mal aus, bevor die das dann plötzlich ändern und sich denken, nein, nein, jetzt musst du sie nur noch für echt Geld kaufen. Nein, nein. Mich nicht Scherben nehmen. Nein, weißt du ja nicht. Vielleicht wollen die dein Geld. Und denken sich so, na, Scherben, meh. Welche man für Geld kaufen kann. Ach, Jason. Hm? Kann man so knauserig mit seinem Kram sein? Furchtbar, ich hatte mir sie schon alle geholt. Alle. Nee. Sobald ich Scherben habe, kaufe ich mir Outfits. Ja, Toast finde ich auch. Ich habe noch nicht ganz so oft gegen ihn gespielt. Ich habe das auch nicht so drauf. Aber Jason kennt den neuen Killer zum Beispiel gar nicht. Das wird mega witzig. Ja, ich habe noch keinen Plan, was der kann. Wenn wir Glück haben, sehen wir den heute noch. Und vielleicht auch die neue Map. Hallo. Jason, hallo, hallo. Wieso bin ich die Besessenheit? Ja, warum habe ich gesprintet? Ja, warum? Hey, hier ist ein Jan. Oh, ach da.
Mach doch nicht über die Kratzspur, der immer stimmt nicht mit dir. Mach erstmal das Totem. Ich versteck mich erstmal vor dir. Oh, es ist dein Stöcher. Ja. Oh, ich liebe Michael. Ah, oh, er ist so weit weg, er will uns gar nicht. Finde ich gut. Wer ist denn eigentlich dein Liebling? Immer noch Huntress? Ja. Ja, schon ein richtiges Vibe, ey. Die hat Arme, wie ich Beine hab, sogar mehr. Ey, die hat schon einen richtigen Bizeps, ey. Also, gut ab. Die nimmt dich ordentlich ran. Nimm mich ja nicht, ich bin dann. Ja, ich glaub, weiß. Ich kann so ganze Baumstücke werfen. Yay, erster Turn. Yay, wir waren produktiv. Wir sollten vielleicht mal die anderen trennen. Nee. Aber hier ist ein Turn. Aber nicht immer die auf derselben Seite machen. Da ist ein Totem. Dann macht das Totem, aber nicht den Gen. Das Totem? Ja. Ich versuche mal hinzukommen. Ich trigger den hier nochmal an und dann mache ich das Totem. Nein, ich kann ihn nicht holen, Jason! Was denn? Er hat Ruinen übrigens. Oh nein, der andere holt ihn auch nicht und ich werde verfolgt. Der okay, ich versuche hinzukommen. Ich renne auf den Tempel rauf, nicht auf den Tempel gehen. Ja, ich renne draußen rum. Ah ja, ich hab dich gehört. Ja, es müsste eigentlich noch aufgehen. Michael, ich liebe dich, warum verfolgst du dich nicht mehr? Verfolg mich! Oh, er wurde doch geholt. Ja, jetzt. Ich werde aber nicht mehr verfolgt. Jo, ich höre es. Wow. Weißt du, geil, sich so ein bisschen an mir auf und geht dann zum nächsten. Wow, Michael. Kennst du so mein was Herz von ihm? Ist damit gebrochen. Shit, ich sehe nicht, wo die liegen. Nein, lauf doch nicht. Warum läufst du denn zu mir, du? Was war das denn? Wieso siehst du die nicht? Ich habe die nicht liegen gesehen. Das stimmt nicht mit euch dahin. Und sie ist aus Check direkt in meine Ecke gerannt mit ihm und er hat mich dann natürlich gesehen. Und ich kam nicht weit genug hin. Lass mich in der Barbecue. Er guckt zumindest genau in deine Richtung und geht jetzt auf dich zu. Er hat Barbecue, garantiert. Ich hab Barbecue, ja. Nein! Mike, du Alter, wäre der eine nicht auf dem Set aufgestanden, dann wären wir jetzt schon durch mit der Runde. Ah, sehr gut. Ach, da stand noch einer. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe schon Fluchtversuche gemacht. Ja, der eine ist ja von selbst aufgestanden. Der hatte den Perk von dem alten Mann dabei. Der da jetzt wieder liegt. Nice, David, nice. Erstmal weg. Scheiße, Barbecue. Egal. So, soll ich dir einmal schnell heilen? Nein, warte, er hat doch Barbecue, geh weg. Das bist du doch, oder? Ja. Erstmal ein bisschen rumrennen und irgendwie, weil wenn wir uns da heilen, dann wusstest du doch, dass wir genau da zu dem Zeitpunkt waren. Bist du ganz weggelaufen? Ja, ich versuche ihn jetzt wieder runterzuholen. Ne? Ich bin ja eh so gut wie tot, und dadurch, dass ich gerade fühle. Er wird schon geholt. Gemacht habe. Jason, warum hast du denn Fluchtversuche? Ah, ich kann mich ja selbst heilen. Wow, ich sehe es auch gerade. Wow, Jason, ist halt sicher jeder selber. Okay, die beiden haben, glaube ich, gerade Schwierigkeiten. Ja, haben sie. So ein bisschen, ja. Docker TV hier bei mir. Also Michael hat irgendwie keinen Bock zu spielen, habe ich das Gefühl. Er legt halt direkt alle. Nein! Das war zu spät. Ja, ich bin gerade auch noch auf den Schrank losgesprintet, aber. Egal, ich bleib draußen, du bist im Schrank? Nee, ich kam nicht mehr rein. Ja, aber jetzt hättest du gekonnt. Nö. Daran habe ich nicht gedacht. Deswegen habe ich sie gesagt. Jason. Er kommt aber nicht. Doch. Ich versuche zu dem Typen zu kommen. Lol, wie kannst du mich hier denn... Du musst mich gesehen haben. Natürlich hast du mich gesehen. Er geilt sich an mir wie auf. Michael mich nicht will. Ghost Hunter, ich hab dich.
Er hat daneben gehauen. Nein! Er hat nochmal daneben gehauen. Das werde ich nicht. Er hat nochmal daneben gehauen. Jetzt hat er mich getroffen. Okay, ich bin tot. Okay. Ciao, Jason. Tschüss. Der ist immer zu spät. Wie er mir noch einen mitgibt. Das ist Lee. Ah, ich glaube, den hat es ein bisschen angepisst, dass er gerade dreimal daneben geschlagen hat. Der müsste ja jetzt denken, dass ich da runtergelaufen bin. Okay. Das, Michael, warum hebst du sie jetzt nicht auf, wenn ich frage? Alter. Ne? Der dreht die Kamera die ganze Zeit im Kreis. Gott, oh Gott. Da wird er mir schlecht bei. Der ist übrigens nur bis zur Hälfte recovered. Ja, ich weiß eh nicht mehr. Michael, warum? Sei nicht so pissig. Wow. Also auch Sparspiel mit Michael, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Au, er hat eine Torte. Lol, die Finger. Also die Kerzen sind so Finger. Wie ist das denn? Ja, die Blume sieht auch cool aus. Und Augen und Scherben. Ich glaube, da sind Scherben drin. Den Kuchen würde ich nicht essen. Oder eher Torte. Guck mal, Jace, was ist passiert? Saft glitscht. Nein. Ach so. Das hab ich dir doch erzählt. Ach so, ja. Der behinderte Schwachsinn. Ja, weil wir keine Chance mehr haben, gerettet zu werden, ist das Spiel instant vorbei. So ein Quark. Keine Punkte mehr. Wow. Und wieder Rang 3. Nice. Der war aber... Ach, deswegen, weil ja K.O. hatte, konntest du die nicht sehen. Das den Freddy Perk. Wow. Der Michael war ganz schön böse. Böser, böser Michael. Ha. Ich hatte die 100% ja reingehauen, ne? Haben sich richtig gelohnt. Ja. Egal, hau ich nochmal einen Kuchen rein. Lohnt sich bestimmt noch mehr. Ah, ich hau auch mal Kuchen rein. Ich freue mich. Ach, naja. Das musste ja passieren. Das hat so gut angefangen, dann musste das jetzt so sein. Ja. Da war mit zu rechnen. Also ich hoffe ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie lange wir heute spielen. Da ja morgen Montag ist, denke ich mal, wir werden nicht ganz so lange da sein. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir den neuen Killer nochmal zu Gesicht zu bekommen. So irgendwie. Ich kenne ihn ja schon, weil ich privat schon gegen den gespielt habe, aber es wird lustig, wie Jason sich dann freut. Am besten noch auf der neuen Map. Also eins von beiden würde ich mich freuen, dass du das nur irgendwie sehen könntest. Besten der neue Killer auf der neuen Map. Ach so, Jason, willst du jetzt von deinem Tag erzählen? Also sonderlich ereignisreich war nicht. Ich habe mehr oder weniger den ganzen Tag nur beim Pokémon Go Fest gespielt und gedaddelt. Und bin da gefühlt, ich glaube auch wirklich 7 Stunden rumgelaufen. Wow. Mhm. Bist du rumgelaufen, hab Pokémon gefangen? Jupp. Und Parades gemacht und so weiter. Warst du gut? Ja, also meine Ausbeute war nicht schlecht. Ach, Jason. Inzwischen ist sie so gut, dass mich die meisten nicht mehr abkönnen, mit denen ich spiele. Das verstehe ich. Ich spiele auch nur mit dir, weil ich niemanden habe. Oh, na gut, das wusste ich ja. Nein, ach Quatsch. Tatsächlich hätte ich jemanden, mit dem ich spielen könnte, aber... Ich wollte wieder mit dir spielen, es war schon so lange her. Oh.
Twitchy. Und er wünscht uns Spaß und Glück. Yay, aber er ist entweiht. Ich mache ein Herzchen rein für Liebe. In der Hoffnung, dass er mich nicht hasst. Ich mache ein falsches Herzchen rein. Ah, er hat ein Herz zurückgeschickt und keine Ahnung, was das da sein sollte. Wow, Jason. Ja, Liebe. Liebe ist doch was Feines. Oh, Ego-Kuchen. Wow, und ein Haken. War das gerade vom Killer? Ich hab dich hingeguckt. Oder war es vom Survivor? Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Oh, der Tipp, der fängt schon gut an. Ohne ein entsprechendes Talent. Ah ja, oder einen anderen Überlebenden. Achso, wir haben den gleichen Tipp. Lustig. Ach, die streamt gerade. Ach, der Dwight ist eine Sie. Cool. Ah. Ach, jetzt ist Jason wieder hellhäutig. Oh, ist das grau. Dwight, komm her, wo bist du hingelaufen? Ich bin mit Mac am PC, wollte ich. Am PC. Ja, ich bin mit ihr am PC. Hey, wir Dwight. Wir spielen gerade eine Runde Call of Duty zusammen. Dwight, was möchtest du? Alter, ich hab gerade meine Nase gekratzt. Tut mir leid, Megan, bitte hasst mich nicht. Tut mir wirklich leid. Oh, das wolltest du mir sagen. Michael! Danke, Mac, dass du mich gewarnt hast. Das ist so bei von dir gewesen. Hat Dwight gerade auch noch gemacht. Ich hab's dann so spät gecheckt. Ist aufgestanden, hat in die Richtung gezeigt. Ja, bei mir hat er sie, wie auch immer, nur daneben gehockt und... Ach, sag doch einfach Dwight. Dwight. The White. Ich bin gar nicht hier. Ignoriert mich einfach. Warum rennst du jetzt die Gasse bei den Gen rum? Megan, geh weg, dann kann ich den Gen machen. Jetzt ein anderer Killer würde ich den Gen einfach so weitermachen. Aber Michael ist es immer schwierig, wenn er einen dann stalkt. Ja. Ich weiß auch gerade nicht, wo er ist. Oh Gott, nein, warum habe ich versucht, den Gen zu machen? Megan, why? Megan, why? Alter, als ob er mich jetzt haben will, weißt du? Geht. Megan, mach den Gen weiter. Oh scheiße, du bist hier im Gen. Oh moin. Das ist ja genau neben uns. Ja, war super optimal. Ja. Achso, ist doch ein R. Ah, Jace ist doch ein R. Okay, dann ist das interessant. Oh, ich hab. Ja, er hat mich gesehen. Wisst ihr Bescheid, sobald ihr männlich seid, interessiert Jason Spaß für euch. Ja. Oh. Aber dafür interessiert sich der jetzt gerade ziemlich für mich. Sag ihm doch, dass du nicht auf mich stehst. Ich glaube, der akzeptiert keinen Nein. Ja, ist halt furchtbar, wenn Männer kein Nein akzeptieren. Ja, ist echt schlimm sowas. Die anderen sind noch bei dir da hinten, ne? Jo. Die eine rennt gerade zu dir? Dwight hängt mich ab, während der Killer auf mich zuläuft. Okay, ich mach einfach mal hier meinen Gen weiter. Nein, Dwight! Warum? Wir haben uns doch Herzen geschickt, du musst leben. Aber die Megan ist noch da, die versucht ihn... ja, mit der Taschenlampe zu retten, was nicht funktioniert hat. Bist du auch in der Nähe, oder...? Nee, ich sehe euch, wenn ihr verletzt seid. Okay, wir müssen, glaube ich, hin, aber sie ist dort noch in der Nähe. Sie hat gerade rumgedeadhortet. Sie rennt jetzt in meine Richtung. Ich glaube, du musst es ihn retten. Sie rennt gerade voll auf mich zu. Ich lauf gleich hin, bin gleich fertig. Sie rennt jetzt von mir weg. Sie ist in der Mitte der Map ungefähr, aber sie hält ihn noch auf. Ich habe aber... Ah, nee, doch nicht. Egal, lauf hin, alles gut. Er will jetzt sie sind jetzt bei der Killer-Check. Megan, wenn du nicht zu mir kommst, dann kann ich easy peasy in den machen. Die rennt wieder Richtung Haus zu euch. Oh ja, ich sehe es. Mein Gen ging an.
Oh, ohne Scheiß, sie sieht uns doch. Ich meine, so schwer kann man uns doch gar nicht mehr sehen. Ja, sie war auch gerade die ganze Zeit bei meinem Gen, wo ich mit ihr sogar vorher noch dran saß. Ah, oh, warum ist hier keine Palette? Ich glaube, die beiden haben schon sehr viele Paletten verbraten. Ja. Ja, der Gen war relativ weit, also den hätten wir sogar noch schaffen können, wenn wir 20 Sekunden mehr gehabt hätten. Okay, ist das derselbe Michael, ist das der Lily, weil er auf 3 ist? Versucht zu euch zu kommen. Oh, er hat den Perk mit den Paletten zerstören. Oh shit. Ich darf mich jetzt nicht erwischen lassen, sorry, aber ich muss kurz aufpassen. Wenn er mich hat, dann ist vorbei. Jo. Alter, ja, Jim war ja wirklich fast fertig. Ja, wir waren kurz davor. Wie lange ist denn der auf 3? Er hält mich jetzt auf. Und ich komm schon. Lauf. Geht das aufs Haus? Ja, der hängt wahrscheinlich hier vor bei mir auf, oder? Yep. Oh, nice try, Megan, nice try. Und dadurch hat er mich jetzt gesehen. Das ist nicht gut. Nein, Sir, nein. Ich wollte gerade sagen, lass mich liegen. Ich sehe es schon. Sie läuft auf mich zu, der Killer läuft auf mich zu. Ah, nee, doch nicht. Ich glaube, er hat gerade den... Ja, du weit ist weggedeadet, hattet, ihr könnt zu mir kommen. Wow. Jo. Hat er nicht lange durchgehalten. Oh Gott, er kommt. Hallo. Oh Gott, er kommt. Leute, welche Richtung? Wohin? Nein, falsche Richtung. Nimm nicht mich. Ich lag gerade erst. Oh Gott. Oh, kannst du den anderen aufheben? Nicht wirklich. Ach, weil du dich selber heilst. Wow, Jess. Ja, aber ich sitze ja auch in der Ecke, wo ich nach wie vor einen Schlag habe, wo er da ist. Komm her, Bruder. Ich helfe dir. Easy, komm. Alles okay, dann geht er vielleicht weg, dann kann ich sie vom Haken holen. Ja, er will uns, er sieht uns. Oder? Geht er jetzt zum Gen? Wo geht er hin? Okay, wir heilen uns auch gegenseitig. Aber er kommt zu uns, glaube ich, wieder, ja. Okay, aber die Runde gegen den Michael ist viel geiler, weil das ist irgendwie viel spannender, weiß ich nicht. Oh, hey, ich glaube, er hat mich noch, oder? White, Alter, soll ich den nicht heilen? Jo! Ah, du willst den Gen machen, ich verstehe. Kann das sein, dass Michael einen Dauerständer hat? Ja, ich glaube, er ist tot. Nein, Jason! Ich werde deinen Gen zu Ende machen. Jo, mach das. Oh, shit. Oh shit, dafür werde ich draufgehen, egal! See you later! Oh shit, nein! Oh, ey. Wer hat man denn da am liegen? Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Wenn auf Dauer die ja 3 ist. Zartbitter. Ich mag Zartbitter nicht. Ich mag voll nicht. Zartbitter ist das, geil. Wenn das jetzt irgendwie so in der Torte oder so untergeht mit so ein bisschen Zartbitter, okay. Oh, aber. Der Random hat die Luke gefunden. Ja, ist okay, ich bin eh tot. Glaube ich. Ich werde auf jeden Fall loslassen, wenn es sein muss. Er hockt da jetzt auch noch in der Nähe. Naja, alles gut. Oh mein Gott, ich hing noch gar nicht? Er zeigt keine sogar Sorge. Auf die Luke jetzt. Ja, alles gut, ich mach ja. Es ist okay. Komm schon näher! Wow, näher. Es wäre lustig, wenn du jetzt entkommen wärst. Ja. Nein, finde ich vollkommen fein. Wir haben uns alle gegenseitig ganz gut geholfen. Vor allem, wenn der Michael halt auf Dauer Dia 3 ist, wir hätten es eh nicht geschafft.
Seien wir doch mal ehrlich. Die wäre zu mir gekommen und er hätte uns dann beide wieder geholt. Ja. Und ich finde, keiner wurde irgendwie groß getrollt. Ich meine, ja, am Anfang ist halt echt immer wieder am Jen vorbeigelaufen, aber ich glaube, das war jetzt nicht so böse gemeint. Wow, punktetechnisch. Jace, ist das sich voll nicht gelohnt mit dem Kuchen. Ich verstehe nicht, was du schreibst. Schreib auf Englisch, wenn du was zu sagen hast. Das verstehe ich. Ach, Jason. Was denn? Ich find's immer so geil, wenn du offensichtlich schreibst irgendwas, was zeigt, dass du es nicht verstehst und sie antworten in Russisch. Hey, ich verstehe. Es ist genauso wie, als würde ich auf Deutsch schreiben. Das wird der Großteil auch nicht verstehen. Dann schreib doch auf Englisch. Englisch sollte jeder mächtig sein. Ich muss jetzt nicht irgendwie so hochgestochenes Englisch schreiben, aber so ein paar Worte, das versteht doch jeder, oder nicht? Theoretisch sollte man das annehmen, ja. Ja, außer diesen 8 oder so, keine Ahnung. So, ich schmeiß es 100% ja, wobei, von uns alle rein. Selbst dann sollte man einfach das Englisch schon verstehen können. Ich meine, wann fängt Englischunterricht an? Ab der 5. Klasse? Was, mit 8 in der 5. Klasse? Vielleicht. Also ab der 5. Klasse, du warst 8. Wurdest du nicht auch mit 6 geschult? Nein, mit 3. Alles klar. Ja, Jason ist halt sehr intelligent. Ja, wobei ich mir auch Gedanken machen würde, wenn da ein 8-Jähriger wäre, den man im Englisch beibringen müsste in DVD. Ich sag mal allgemein tatsächlich, durch Zocken habe ich viel mehr Englisch gelernt, als wie jetzt durch die Schule, weil das ja auch dieser Lernprozess ist, du hast halt Freude dran. Oder wenn man einen Film guckt mit Untertiteln. Definitiv. Du hörst das Englische und liest das Deutsche. Das, ich glaube, hätte ich nie mit Anime schauen angefangen, ich könnte gar nicht so gutes Englisch, wie ich es heute kann. Was ein kleines Mädchen nachts im dunklen Wald macht? What? Keine Ahnung. Äpfel verkaufen. Kekse essen? Ey, was? Wie random das gerade einfach kommt. Oh, mir ist warm. Oh Mann, ey. Mach dir kühle Gedanken. Nein, ich habe gerade zweimal gegen Mikey gespielt. Wie soll das funktionieren? Ja, aber allein dieser Lernprozess, wenn du etwas machst, was dir Freude macht, was dich interessiert, dieses Staubige aus den Büchern, was dich einfach null interessiert, man sollte halt echt gucken, dass das immer auf die Altersgruppe zugeschnitten wird. Ja. Also ich könnte fast kein Englisch, würde ich nicht irgendwie bocken. Also vielleicht könnte ich doch Englisch, aber ich könnte auf jeden Fall viel, viel schlechter. Ja. Dann wird es wahrscheinlich nur zu Yes, No, Hello, Thank You und Goodbye reichen. Das wäre es dann gewesen. Und GG. Ja, aber GG habe ich dann ja aber wieder vom Gamer-Bereich. GG hättest du ja nicht in der Schule gelernt. Sicher? Kommst in der heutigen Lehrer, in der heutigen der Zeit. Lehrer mit der Klassenarbeit, da steht ja keine Eis, da steht einfach nur GG drunter. Wow. Geiler Lehrer, da wäre ich auch gern. Oh, Jason, 204%, streng dich an. Jo, ich werde der Erste sein, der drauf geht. Nein, du wirst es glänzen. Wie Edward im Mondenschein, oder was? Was? Oh mein Gott. Hä, welchen Beschützer meinst du, Jason? Oder meinst du Gengar? Gengar ist mein Beschützer. Oh, ich bin direkt von dem Jen. Oh ja, ich auch. Und ich bin im Schutzwald. Das ist alles. Oh, und der Jen ist tentakelt. Und er ist weg. Warst du gerade hier mit bei mir? Ja, hier. Hallo. Ah, hi, hi, hi. Du hast den Jen kaputt gemacht. Toll. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ja, ich wollte ihn eintentakeln. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Jason! Da kommt was. Ich weiß, dass du das gerade als Witz meinst, aber es gibt die neue hat den Perk, die Tentakel, um den Jen zu machen. Kein Scherz. Wenn du die neue spielst, kannst du auch solche Tentakel um die Perks machen. Ja, wow. Mit dem Perk Tentakel um die Gems. Bist du? Mich hätte jetzt nicht überrascht, wenn sie auch noch Tentakel um die Perks gemacht hätte. So nach dem Motto, wir deaktivieren die Perks. Ich hab einen Schrei gehört, aber sie war da nicht verletzt. Das waren die Pupsflaschen. Ach.
es ist schon so spät. Ich mach jetzt aus. Wiedersehen. Vielleicht ist es ja der Elefant. Ja, Elefanten. Rosa Elefanten sind toll. Ja, ein GG für mich. Also, wenn wir mal eine Fünferrunde sind, dann können wir gerne mal wieder privat spielen. Wogegen um mich und Jason alleine wäre das halt keine Herausforderung. Nee. Ich nehme dann nur für Jason diesen Perk mit und mache dann immer die Gens kaputt, wo er dran sitzt und blockiert ihn. Also, mein Gen ist fast fertig, Yuki, lass mich ran blockieren und geh weg. Ah, was für ein Arschloch-Move. Ich habe das Gefühl, die Perks der Survivor werden immer nutzloser. Ich meine, Alter, es gibt einen Typ, der kann Steine werfen. Nein! Demon, das ist gemein. Ich habe Angst vor denen. Ich werde nicht schlafen können. Ihr wollt ja nur, dass ich die ganze Nacht streame. Habt ihr nicht auch irgendwie Schule, Arbeit oder sowas? Ein Leben. Ein Leben. Es gibt bestimmt Leute, die ganze Nacht Streams gucken können. Die Glücklichen. Ich höre Le Gen und Le Gen ist weit. Es könnte sein, dass der Wärter der Herr Barbecue hat. Bin ich hier? Ich bin nicht hier! Ich bin immer noch nicht hier. Ja, er hat mich. Okay. Und ich laufe erstmal gegen Baum. Oh, Jason schneidet mir den Weg ab. Ich bin gerade Full Mode retarded. Das war nicht gut, der Kampf von der anderen Seite. Oh. Passt schon, ging sich auf. Irgendwie. Jack, nein, keine Ballette. Wenn man das Buch so hört, ist ein schöner Film. Das Buch ist aber besser. Ja, ich will dich ja heim, das dauert nicht kurz. Mach den Clown nicht erst. Ich sollte mir abgewöhnen, dabei nicht zu atmen. Hä? Ich habe gerade wieder unterbewusst den Atem angehalten, während er mich verfolgt hat die ganze Zeit. So, ich dachte, du sollst irgendwie das Atmen abgewöhnen. Nee. Ich weiß aber nicht für lange. Geht der dich nicht auf? Doch, im Keller. Und zwar an meinem Oberarm. Also erstmal Stück und Humpen, jetzt komm ich dich holen. Ja. Und ich wünschte, ich wäre im Schrank geblieben. Da kommt die Trinkerin wieder hoch. Ey. Oh Gott! Nein, halt die Schnauze da hinten! Ich laufe, Jason! Ja, ich laufe nicht weg. Ja, hoffen. Ab deine Nase! Armschweiß. Jason, warte, die wird doch verfolgt, ich kann nicht heilen. Ja. Ich wollte nur in der Nähe des Gens schon mal sein. Die wird theoretisch gleich anfangen. Sie rennt gerade Richtung Keller. Oh, da kommt was. Da kommt was. Ja, ja. Jason, du kannst dich auch selbst befreien zum Boot. Nein. Ja, kannst du. Wow, ich war gerade voll auf dem Baum. Nein! Nein, 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 nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich und dein Fuchsgesicht. Deine Mom hat dich nicht lieb. So. Damit könntest du recht haben. Wenn ich seine Mom würde ich ihn hassen. Oh mein Gott. Vollzeit-Stream-Zuschauer. Ja, das wäre schon cool. Wenn es dann auch noch gut bezahlt werden würde. Da guckst du einfach so deinen Lieblingsstreamer an und kriegst Geld dafür. Das ist mal genau andersrum wäre. Die müssen dich bezahlen, damit du zukommst. Ach ja. Warum kommt es hierher? Ich mag ach, das ich nicht. Ich konnte euch nicht sehen. Ich dachte gerade, warum sehe ich euch denn alle nicht seit dem Schrank? Wo der da hockt, das ist bestimmt Jason. Ja, ja, das bin ich. Der andere wird doch verfolgt. Warum hockst du da hinten die ganze Weil Zeit? Weil ich am Gen hier war und er hier auch ist. Aber warum rennt denn der andere die ganze Zeit so verwirrt durch die Gegend? Weil er wahrscheinlich Hummeln im Mittag hat. Also wenn ich mal Kinder kriege, dann werden es Clowns. Aber nicht vom Skin her.
Nur vom Verhalten. Hi, Claudette. Danke, Claudette. Du darfst mich anfassen. Der Stream ist ab 18. Alles ist gut. Nein, der kam durchs Fenster. Das ist immer so verwirrend, wenn ihr beide durch die Gegend rennt, dann weiß ich immer nicht, wer verfolgt wird. Ich danke dir. Du, Kollege Schnürschuh, was ist denn da hinten jetzt los? Soll ich dich heilen oder was ist da? Ich krieg schon wieder im Keller. Ah, oh, Claudette, du kannst ja aussehen, kann das sein? Ey! Okay, alle rennen jetzt los. Interessant. Jetzt bleiben alle stehen und da kommt er auch schon. Nee, nimm doch nicht mich, Alter. Hier sind wir zu dritt und er will mich. Ernsthaft? Nein. Warum Chaoten? Ich bin tatsächlich ein sehr organisierter Mensch. Das glaubt man gar nicht an meine Art. Ich werd geholt. Nice. Ich werde verfolgt. Oder auch nicht. Derjenige ist wieder hochgegangen. Hä? Ah, ich glaube, der ist hier irgendwo über mir. Ja, 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 der Killer ist hier. Warum geht er die Treppe wieder hoch? Okay, jetzt werde ich geholt. Dann hoffe ich ja, du bist fast tot. Nice. Von zwei hin auf einmal. Oh, cool, dann können die einen Hit für dich nehmen. Oh! Wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen, wenn ich nicht dem Killer genau entgegengelaufen wäre. Ah, nice, Jason. Ja, aber ich bin tatsächlich so privat sehr organisiert. Also, das funktioniert immer ganz gut. Ich bin nur beim Zocken chaotisch. Aber da kann ich auch nichts einplanen. Ich kann nicht sagen, okay, Jason, mach das und das. Das funktioniert nicht. Hey. Ja, nichts gegen dich, aber man kann ja keinen Plan bei diesem Spiel haben. Ich meine, wir könnten zwar sagen, du machst die ganze Zeit Jens, ich mach die ganze Zeit irgendwie... Ja, aber ob es dann funktioniert, ist die andere Sache. Ja, richtig, weil... Da gibt es ja immer noch das, was man nicht einkalkulieren kann, wie den Killer zum Beispiel, die Mitspieler. Na, Jason, gemütlich da hinten? Nee, ich krieg halt wieder Herzschlag. Achso, das ist ja gar nicht so lol. Nee, wir hocken hier gerade an einem zusammen, deswegen. Hocken. Mein Jen hat jetzt 50? Achso, Chaoten? Sagt man dann auch Chaoten, wenn die Quatsch machen? Ich würde sie eher lebhaft nennen. Und je nach Definition, wie intensiv der Quatsch ist, sind es dann entweder Chaoten oder Idioten. Ey, du meine Kinder einmal hochgesetzt, ne? Bist du gesteinigt, mein Freund? Von den Kindern? Ich zwinge sie dann, dich Onkel Jason zu nennen. Oh Gott. Von ihm, Onkel Jason! Die Flugzeug mit uns! Ich hab einen Jen gemacht. Meiner ist bei der Hälfte. Wo bist du? Kannst du es ungefähr sagen? Nicht wirklich. Am Rand. In einer Ecke. Bei der Killer-Schacke in der Nähe? Nee. Okay, dann bist du da hinten. Wieso Tibet die jetzt die ganze Zeit? Sie läuft ja auch halbwegs in der Nähe rum. Ich hab einen anderen Jen gefunden. Oh, ich bin mit der Killer dran. Wie weit bist du? 80. Also, er hat sie gehen lassen? Oh mein Gott, er hat sie gehen. Er hat Robin mit T-Bag und er lässt sie gehen. Ernsthaft? Ja, und sie ist zu hören, ja. Also, ich hasse die Kinder. Dämlicher Nasenbohrer. Ich glaube, wenn ich Kinder hätte, wären die wirklich sehr lebhaft. Aber das dürften sie auch sein. Also nicht lebhaft im Sinne von, die würden alles zerstören und rumschreien, sondern dass sie einfach glücklich sind und ausgelassen sind auf eine gute Art und Weise, halt wie Kinder es sein sollten. Oh, Herzschlag, lauf! Kannst du mir als Flüsternachricht schicken hier im Stream? Geht du musst nicht. Raus. Wow. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, ihr Arschkeks. Am Rand. Weiß nicht wo. Und er hat Aua. Yeah, ich habe nur 180 Sekunden durch. Oh, shit. Okay. Batman, hilf! 2 von 5. Yay.
Also, du machst jetzt an deinem Krankenhaus, mir zu sagen, wo dir scheiß Ausgang ist. Ich guck grad tatsächlich, wo du bist. Da ist auch da, ein Ausgang. Ich glaub, das ist... Nee, das ist er nicht. Die andere hockt irgendwo in der Ecke. Ich hoffe einfach, dass der weit genug weg ist, dass ich ihn aufmachen kann. Wie die Claudette einfach nur in der Ecke sitzt. Nee, oh nein! Nein, geh weg! Ich glaube, irgendwo links. Ja, ist zu spät, er hat mich. Sie wird mich dann auch nicht retten, aber ich bin auch ja, da hinten ist er. Wow, nein, guck mal. Ja, die Claudette hat die Luke. Oh Mann. Ach, ich sehe die ja schon wieder nicht. Ja, die hockt neben der Luke. Die hockt direkt neben der Luke. Und auf der Luke. Aber sie könnte mich doch retten. Nach vorne ist der Ausgang. Vor allem, er kennt mich nicht mal. Ach, er hat sie. Ich sehe sie. Ach, da hinten. Oh, also wusste er, wo die Luke ist. Krass. Möglich, ja. Haha. Oh, Jack, ich hab dich vorher gerettet und du lässt mich einfach im Stich mit Jason zusammen. Voll die Anti-Mates. Voll die Anti-Mates. Kann ich gleich mal gucken, wenn es ein längeres Video ist? Soll ich mir das jetzt gucken oder? Angst wie. Ja, wie die Luke noch schön aufgeht, während er nach oben schwebt. Over. Naja, gut, aber. Ach, Leute, sich immer wegen Nöte so zu beschweren, das bringt doch nichts. Ach, er beschwert sich gar nicht, es war nicht sarkastisch gemeint. Ich lese nur noch sarkastisch gesagt. Sarkastisch. 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 Sarkosmisch. Ich lese kosmisch. Hätten wir mal Totems gemacht? Mhm. Das geht 14 Minuten? Was hast du mir denn da geschickt? Das ist meine Lebensgeschichte. Eine Doku über mich. 14 Minuten lang. Teil 1 von 2438. Parts. Ja. Dann ja schon mal. Das ist bestimmt ein Virus. Klick rauf und mein ganzer Stream stürzt zusammen. Oh, ich hau mal einen Umschlag rein. Ja, ich hab wieder 100% eingepackt. Für mich. Wow, du bist voll egoistisch. Weißt du, erst lässt du mich zurück. Und dann sowas. War die neue Map jetzt eigentlich eine komplett neue oder war das eine überarbeitete? Nee, es war eine komplett neue. Ah, ein DVD-Video. Ja, cool, gucke ich mir nachher mal an. Jetzt gerade ist ein bisschen schlecht. Aber du bist doch eine Frau, du kannst doch Multitasking. Ja, aber es wäre irgendwie uncool, wenn ich mir jetzt ein Video angucke und gar nicht mehr mit euch rede und vor allem nicht mehr spiele. Steh so auf, keine Ecke, guck einfach ein Video. Das gehört doch zum Multitasking dazu. Nein. Das wäre nur unhöflich. Ja, also ich verstehe das auch nicht. Also der hat sich ja jetzt gerade nicht unbedingt beschwert. Aber ich verstehe es halt auch nicht. Ich meine, Nöd ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, es ist natürlich ein Perk, der echt gut ist. Ich mag ihn selber auch sehr gern. Allerdings ist der halt sehr, sehr schnell wegzumachen, weil ich meine, du musst halt 5 Totems machen. Das ist mal eben super schnell gemacht mit 4 Survivern. Also Nöd ist immer für den Killer tatsächlich so eine Glückssache. Mit 4 kompetenten Survivern. Ey. Ja, hast recht, wir sind auch nicht kompetent. Ja, aber das habe ich schon ganz, ganz oft gelesen. Leute, die sich dann immer aufregen, dass der Killer den und den Perk mit hat oder halt andersrum, dass der Killer sagt, oh, ihr Survivor mit dem und dem Perks. Ist halt das Spiel. Mein Gott. Damals wurde sich auch ganz viel über eiserner Wille beschwert von dem Jake. Weil die Survivor dann ja nicht mehr laut sind, wenn sie verletzt sind. Ach, mein Lieblingsperk. Ja, genau, dein Lieblingsperk.
Der Typ, der eine geile Stange im Maul hat. Mhm. Deswegen ist es dein Lieblingsperk. Ich verstehe. Das hast du jetzt gesagt. Und es ist wahr, du weißt es. Kein Kommentar. Das ist genug an Kommentar. Ja, weiß nicht. Also kann ja jeder mitnehmen, was er will. Aber mit dieses Rumgeheule am Ende ist ganz furchtbar. Es gibt auch viele Killer, die sich beschweren, wenn jemand einen Schlüssel mitnimmt und dann durch die Luke einfach abhaut im Spiel. Ich auch so denke, ja. Dann könntest du ja theoretisch, du siehst ja am Anfang, wenn jemand einen Schlüssel dabei hat. Ja, wir haben Discord. Doch, wir haben Discord. Ja. Also Jason hat mal was angelegt. Ich ist bei mir verlinkt. Genau. Erstmal schön Werbung machen. Mhm. Kommt zu meinem Kanal. Ich wollte vergessen, was ich erzählen wollte. Das war eh nicht wichtig. Du wolltest vergessen, was du erzählen wolltest. Oder war es doch genau richtig? Ich habe vergessen, was ich erzählen habe. Aber das war nicht so schlimm. Jetzt setze ich an den Gen. Nein, ich bin in Besessenheit. Hat jemand wahrscheinlich die Strike dabei? Oh. I don't like. Nee. Warum zum Teufel hat der so ein komisches Ding über dem Kopf? Nein, geh weg! Oh mein Gott. Ist das Jane, oder? Ja, was ist das? Oh nein. Oh nein. Es ist Lederlappen. Ja, ihr habt doch geschrien, es ist Bubba. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich war so auf diese Krone fixiert. Jason musste wieder an die Stange in Jacks Mund denken. Mit einer Krone. Ja. Was willst du mit Eier? Ich hör ein Lied. Oh. Das war doof. Ich mag das Saiyajin-Lied. Das war schön. Auf jeden Fall konntest du am Geburtstag Kronen sammeln für alle Survivor und Killer, die nicht irgendwie die Lizenz brauchten oder so. Zum Beispiel Michael und so, doch, die halt nicht haben. Was bringen die? Das ist ein Skin. Ah. Ha, das, die ist weg. Das sah jetzt aber mehr danach aus, als könnte man dadurch die Survivor umso mehr sehen. Umso besser. Wenn man die Dinger mitnimmt. Weil da starch ja die. Starch. Boah, ich kann schon echt nicht mehr sprechen. Das hat ja direkt ins Auge gestochen. Als du die gesammelt hast, dann hast du golden geglitzert. So, oh Gott. Also hattest du. Also nicht komplett, sondern musst dir vorstellen, wie als wären Glühwürmchen um dich rum. Ja. Das war nervig, die dann zu sammeln. So, ich mach einen Totem. Oh, da ist er. Hallo! Er hat Blutung und zerfleischt. M1 und er hat mich. Also im Moment hat er mich M1, ja, und jagt mir hinterher. Sind die Commands so leise? Falls ja, müsst ihr mal Bescheid sagen. Ich hab zwar gehört, aber ich weiß halt nicht. Nein, hier ist keine Palette. Doch, da! Ja, damals wurde mir gesagt, es ist viel zu laut. Dann hab ich's leiser gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise. Es ist viel zu leise. Wie ich vorhin versprochen habe. Ich hab dran gedacht, sie wieder reinzunehmen. Guck mal, ich hab schon. Nein, nicht mehr aktiv. Und ihr seid alle ganz weit weg. Oh, Daddy kommt. Daddy ist böse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Daddy vom Barbecue dabei hat. Okay, ich werde geholt. Ich weiß nicht von wem. Das ist eine Mac. Und sie bringt den Killer mit. Geil. Wow. Und der Tunnel. Geil. Ja, soll ich mach mal gleich ein bisschen lauter. Ich bin ja froh, wenigstens dran gedacht zu haben, die wieder anzustellen. Ach ja. Da nicht gestreamt und schon alles wieder weg. Das Tunneln, wie hat man es vermisst? Nee, ich bestimmt gerade dein Sarkasmus-Schild hoch. Nein, ich doch nicht. Das war doch nie ein Traumanfall.
dass Leute will sowas sagen, Leute sowas sagen von wegen Sarkasmus-Schild und jemand dann fragt, was, du hast ein Sarkasmus-Schild? Weil das Sarkasmus war und sie das nicht verstehen. Das ist so süß. Wirst du verfolgt? Ja. Also er hat mich noch nicht gesehen, aber ich habe die ganze Zeit Herzschlag, das heißt, er folgt wahrscheinlich meinen Kratzern. Renn verwirrt durchs Maisfeld und dann fang an wegzugehen. Nee, geh schon mal, er ist relativ weit weg. Ich bin schon am Gehen. Ja, er war gerade auf der anderen Seite der Killer-Shack. Ich versuche mal zu dir zu kommen, obwohl du kannst dich selber heilen, ne? Ja, aber das bringt nichts. Du gehst gerade Richtung Jen. Ja, er hat mich schon wieder, ich bin tot. Nein, ich wollte doch gerade zu dir rennen und den hier abnehmen. Scheiß Tumble. Naja, er macht den Char, den er spielt, an der Ehre. Das war eine sehr erfolgreiche Runde. Du hast mir wenigstens was hinterlassen. Immerhin. Das heißt also, hier nur du Lüge. Ein Koffer, den du... Die Luke hinterlassen. Und einen Koffer. Ja, nice. Ja, nice. Dann habe ich ja doch noch was Nützliches getan, die Runde. Ja, es leben ja noch zwei. Ich werde jetzt echt die Luke campen, bis es vorbei ist. Echt nicht? Guck mal, da liegt doch schon der erste. Also ich habe halt nur Killer-Dinger. Ich habe nichts für Survivor. Ich hatte ja ein Stream-Päuschen gemacht und habe ich aber trotzdem private nur wieder mal gespielt. Und mir war halt privat einiges los und dann brauchte ich halt diese Pause, aber das ändert ja nichts daran, dass ich trotzdem für mich gerne mal zocke. Bubi, jetzt hier nicht machen, Campy. Musst du mit ihm reden. Er hat sich an das verdient. Ja, ich glaube, anders versteht er es auch nicht. Boah, ist aber... Oh, jetzt campt auch Mann. Also die andere macht jetzt den Ausgang auf, wa? Der Baum ist auch oder jetzt wo? Offen. Nee, der ist nicht offen. Fast offen. Nee, woanders. Oh Gott! Nee! Bubi, bye! Beim Drescher in der Nähe. Scheiße, er sieht natürlich jetzt genau, wo ich langlaufe. Ja, genau in die Richtung. Müsste aber eigentlich aufgehen, glaube ich. Er ist jetzt da beim Ausgang. Ja. Der ist jetzt gelassen. Okay, oh, das war doof. Das war doof. Du hast doch gesehen, dass sie gehört hat. Ich glaube, das hatte sie nicht mehr auf dem Schirm. Sorry, aber... Was soll ich machen? Das hängt vor allem zum ersten Mal. Mach schnell Fluchtversuche! Nö, macht sie nicht. Ja, ich muss jetzt raus. Der wird mich wegschlupfen. Ich wollte leben. Ich musste doch Jason seinen Koffer in sich halten. Wow, ich hätte doch einfach so scheiß mit dem Ding gehen können. Wow. Das ist voll gemein zu ihr. Voll nicht nett. Voll nicht hilfsbereit. Aber das war schon ein Hardcore-Fail gerade, ey. Oh nein. Und das bei den 100% dein Umschlag. Tja. Wir haben übrigens nicht... Wir haben nicht gegen Boomer gespielt, wir haben gegen den Geist gespielt. Was? Das ist mega buggy. Manchmal werden die Perks nicht angezeigt und der falsche Killer. Hier steht, wir haben gegen den Geist gespielt. Ja, läuft. Sah auch fast so aus. Also den Geist, den haben sie ganz schön komisch gemacht, finde ich. Also jetzt hat der Geist sogar auch schon eine Kettensäge. Oh Gott, Boomer, der sich unsichtbar machen kann, das wäre es ja. Das würde passen. Zu diesem, ich stehe in der Ecke und man hört mich nicht. Ach so, dieses heimtückische Ding, ja. Ich pack nochmal 100% für dich rein. Vielleicht hilft das. Ja,
Weil wie gesagt, ich habe leider nur Killer-Dinger. Aber es soll ja jetzt baldig wieder... Ich weiß nicht, wann das neue Archiv kommt, aber dann denke ich mal, können wir wieder büschen, versuchen, Sachen zu machen. Ich könnte natürlich auch wieder Killer spielen. Aber heute wollte ich ja erstmal wieder mit Jason ein bisschen failen. Mit Jason. Jason de Gasson. Alter, wenn es ein Franzose wäre, würde ich echt immer nur Jason nennen. Das wäre witzig. Klingt echt wie Gaston. Mensch. Achso, ich wollte kurz die Dinger lauter machen. Dingensens. Mach mal deine Dinger lauter. Ja, kannst du nächste oder diese? Da. Müsste jetzt ein bisschen lauter sein. Ich fetzt euch das allen die Ohren weg. Direkt taub. Ja, gleich werden sehr lang geschrien. Ja, also prinzipiell haben wir da nichts gegen. Oder, Jason? Wo gegen? Also, nein! Dass Toast mitspielt. Nö, habe ich nichts gegen. Wow. Noch lauter, wie ihr beide das auch gleichzeitig quasi, also nicht ganz, aber fast gleichzeitig geschrieben habt. Oh Gott. Dieser geile Typ, ey. Oh Mann. Ich wollte mich allgemein mal wieder ein bisschen drum kümmern, neue reinzumachen oder halt auch ein paar mehr. Noch da? Okay. Stimmt, auf ganz voll laut. Beschwert, dass das zu laut ist und jetzt wieder zu leise ist. Auf 120%. Ja, man muss es gar nicht mehr hören, da wäre die ganze Zeit das reingespammt. Immer wenn wir was sagen. Am besten dann so, shut up, I kill you. Ich hab Bauchredner-Typ, so warte mal, ich mach das mal eben kurz. Da. Oh, sie haben beide Häschenmützen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber die gehören bestimmt zusammen. Nein. Ey, die eine Fangman hat einen Schlüssel. Oh. Ich will auch die Häschenohren. Voll süß. Ich glaube, die grünen könnte ich mir für Scherben kaufen, bloß ich habe so wenig Scherben. Ich habe mir das letzte Mal für Scherben ein Skin für den Geist geholt. Weißt du welchen? Nee. Echt nicht? Denk an die Parodie. Ja, an die Parodie. Was hat er denn da? Das ist schon wieder so lange her, dass ich das geguckt habe. Wow, hast du es nicht inhaliert und auswendig gelernt? Nee, tatsächlich nicht. Okay, wieder 204%. Dräng dich an. Ich bin jetzt eine Kerze. I'm a candle now. Ah. Glaube ich. Habe ich das gekauft? Doch, habe ich. Muss ich da ja nochmal nachgucken. Ich dachte, wenn ich dann irgendwann mal hin und wieder Killer spielen sollte im Stream, gerade durch diese Archivsachen, wollte ich mich halt ein bisschen hübsch machen. Der Geist sah halt standardmäßig so meh aus. Hast die Schraube geputzt? Du hast jetzt gepoppt die Wiese geholt. Boah, das ist so ein Perk, den würde ich auch gern haben, aber da. Hä, ja, gepopptes Wiesel. Gepopptes Wiesel. Große Wiesel. Jason. Ich stelle mir gerade ein Outfit, das gepopptes Wiesel heißt, sehr komisch vor. Wie der Elefant nur weiter unten. Und dann so ein armes Wiesel, das mit so einem Kill-Me-Blick dich anschaut. Töte mich. Also ich kenne ja den Slang der jungen DVD-Leute. Das Portal ist voll schön. Also von den Farben her, boah, das würde ich halt auch tragen. Mega schön. Super auffällig. Für DVD, aber voll hübsch von den Farben. Lila und Grün, besten. Aber ich glaube, der Perk ist ja von den Clown. Dann müsste ich halt den Clown mal spielen. Oh. Mit den Clown spielen. Jo! Danke für den Hinweis, ich habe es zu spät gesehen. Ja, nimm mal es. Es ist das Miss Piggy.
Okay, wir sind in der Killer-Check. Komm nicht her. Obwohl, jetzt kannst du. Ist egal. Nee, sie hat mich hier. Manche macht mal Quiek. Schweinchen ist auch irgendwie selten geworden. Hat man ja früher auch immer so mega selten gehabt. Ah ja, Schweinchen. Lol. Der hat mich gerade. Du gekommen bist. Für den Moment hat sie mich verloren. Aber das dürfte eigentlich nicht lange dauern, bis sie mich wieder hat. Ja, du lebst schon. Doch, jetzt hat sie mich. Ja, du hast zwei Gens jetzt durchgehalten, ist doch gut. Yeah. Ich bin direkt wieder der Erste, der hängt. Ja komm, wie gesagt, zwei Gens wurden gemacht, ist noch alles drin. Oh. Hä? Sie wurde geblendet, glaube ich. Nice. Lauf, Jason, lauf. Du musst leben. Das ist alles, was du an Zeit hast. Oh cool, du kommst direkt auf mich zu. Soll ich dich dann heilen? Ich würde mir erstmal sonst den Helm abnehmen. Der Timer läuft aber noch nicht. Ja, aber trotzdem, oder? Ja, dann mach. Ja, du kannst in den Kasten nehmen, wir versuchen. Dein Timer fängt erst an, wenn der Gen fertig ist. Ja, das weiß ich noch. Aber besser ab als trotzdem noch auf. So, jetzt auf, wow. Die Einstellung. Cool, das war der falsche. Haha. Ich guck nochmal, mach mal den Gen weiter. Hier ist ja noch einer. Ja, ja, alles gut. Jo. Bis 200 Stunden? Ja, nice. Du bist ein richtiger kleiner Suchti. Ich bin stolz auf dich. Ach, 200. Okay, die beiden, ganz weit weg. Die beiden spielen echt gut. Die eine hatte mich gerade gesehen. Ah, shit. Und hat den abgelenkt. Mit der Taschenlampe. Damit ich an den, an den Griffelautomaten kann. Die Griffelautomaten? Wolltest du dir irgendwie was rausziehen? Irgendwie einen Preis? Ja. So funktioniert das nicht. Ich merk's schon. Jetzt hat sie mich aber... Okay, da sind zwei Gens gemacht, das heißt, den hier sollte ich besser lassen. Und essen wäre der... Oh, da seid ihr ja. Die eine macht einen... Lässt sie dich liegen? Im Moment ja. Ach, weil die eine die schon wieder... Ja, die war eine Taschenlampe. Hier grad. Versuch die mal zu holen. Das Geile ist, genau da, wo sie liegt, sind jetzt die beiden Automaten noch, die übrig sind. Autsch. Warum? Eggman! Ich weiß nicht, ich bin ganz nett zu dir. Ausnahmsweise. Lauf, Schangedön. Du musst deinen Timer abkriegen. Ja. Das Blöde ist nur, das ist jetzt halt genau hier. Wie viele Kästen fehlen dir noch? Zwei habe ich noch. Und die sind genau hier in der Ecke. Da wird sie mich gleich holen. Als ob die mich erwischt hat. Oder auch nicht. Nee, alles gut, die will mich. Mach. Ich renn extra genau in die andere Richtung. Okay, hab's ab. Alles gut. Nice. Dann versuch mal die anderen zu retten. Jo, bin auf dem Weg. Oh mein Gott, ich habe sie geblindet. Ich bin ein Hero. Dafür, dass ich das früher nicht einmal geschafft habe, bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich habe dich geblendet und dich voll abgelenkt. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ja. Wie sie sich gerade umgeguckt hat, so, ist hier auch wirklich niemand? Die hat voll Angst. Also ganz früher. Ja. Was denn? Die andere ist, glaube ich, in deiner Richtung gelaufen. Ja, alles gut. Ganz früher, als Devin quasi angefangen hat, da hat man ohne Witz fast 2 Stunden gewartet in der Lobby. Also wirklich, ich weiß das noch. Vor allem, wenn keine Lobby gefunden worden ist, wurde halt immer automatisch abgebrochen. Du musstest wieder an den Rechner gehen und nochmal bereit drücken. Ja. Also ich habe früher dann zwischendurch, dann bin ich, da habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt, da bin ich immer zwischendurch in den Keller gegangen, habe die Wäsche angemacht oder so. War dann so, ja, man hat halt Zeit. War früher furchtbar anstrengend. Ich werd abgefarmt. Das ist aber unschön.
Alles okay, die hatte geliehene Zeit. Und ich meine, bevor ich in die zweite komme, bin ich ja ganz froh darum. Okay, ich habe einen Gym gleich fertig. Aber die beiden spielen echt gut. Hallo! Ah, moin. Warte mal, soll ich den anmachen? Wegen deinem Helmchen? Ja, warte, ich mach sonst den ersten Kasten. Ah, ich bin weg. Adventure sind halt wichtiger als mein Leben. Ich bin ja hier nicht wichtig. Es geht ums Team, nicht um mich. Ich mache einfach an. Alles gut. Ha, ich hab nämlich Glück. Easy. Nice. Super, und die beiden sind auch frei. Aber beide sind verletzt. Sie sind jetzt oben auf dem Mähdrescher und sie werden aber scheinbar verfolgt, oder? Ja, die werden verfolgt. Ja. Versuch noch einen Gen zu machen, wenn es geht. Ja, ich bin hier in der Ecke bei denen und da ist auch ein Gen, aber... Ist hier bei uns auf der Seite keiner mehr? In die Richtung bin ich jetzt nicht gelaufen. Also die andere ist noch auch da in der Nähe. Ah, die versucht gerade ihren Kasten abzukriegen, alles klar. Ich trigger den mal hier ein bisschen an und dann gucke ich mal, ob ich sie holen kann. Ja genau, versuch sie zu holen, ich gucke dann auch gleich mal nach dem Gen. Feuer. Erstmal wärmen. Alter, diese Creep-Puppe, die da rüberkommt, so. Hi. Ich sehe dich. Das ist eklig. Ja, wo ist sie hier? Da ist sie. Die verfolgt, glaube ich, die andere. Die rennt gerade durch die... Was auch immer das ist. Rennt auch hin. Dann können wir sie schnell hochheilen. Hab sie. Ja, ja. Wenn sie jetzt nicht herkommt, können wir sie heilen. Ja. Sie will Taschenlampen saven, wahrscheinlich, ja. Flashlight. Weißt du was, dann hier schnell, Jen. Gott, wo seid ihr denn jetzt alle hin? Wer ist denn jetzt gewesen? Ich bin in der Nähe, ich mach einen Totem hier gerade noch. Als ob die frei ist. Boah, die beiden, ne? Die sind beide gerade an dem... Sache, die springen echt gut. Ja. Deswegen, wenn wir einen Gen machen, die haben bestimmt Adrenalin dabei. Also hoffe ich mal. Die wird wahrscheinlich verfolgt, die macht ja die Kästen, sehr gut. Die eine ist jetzt wieder vor uns oben auf dem Mähdrescher, die wird auch verfolgt. Komm schon, ey, das wäre so nice, wenn die jetzt Adrenalin haben. Das wäre echt nice, ja. Und zack. Nee, haben sie nicht. Okay, das Blöde ist, die müssen die kommt hier hin. Nein, die kommt hier hin. Ich bin gerade am Kiste durchblühen. Warum durchblühst du die Kiste? Weil ich kein Item habe. Hey, ja und? Brauchst du eins? Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, wieso? Hast du ein Baby? Nee, aber es wäre nicht schlecht, eins zu haben. Wow, dann hätte ich dir einfach meine Taschenlampe gegeben. Ich ging halt nicht davon aus, dass sie hier direkt ankommt. Ich mach den noch nicht ganz auf, weil ich möchte erstmal, dass sie ihre Kästen loswerden. Okay, gut, das hat sich erledigt. Oh shit, ey, Alter, der eine explodiert gleich der Kopf, wenn es so weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob die noch hängen kann. Ich renn gerade zu der, die liegt. Also ich versuche die auch zu heben. Ich versuch den Ausgang. Okay, hat sich erledigt, scheiße. Also bei der Killer-Check, der ist, muss noch angetippt werden. Die ist jetzt tot, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie hat gestruggelt. Ja. Ah, nicht gut. Okay, die andere hat den Helm ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Wow. Ich kann irgendwas machen. Ich bin zu langsam. Ich bin auch nicht gut mit Taschenlampe. Ich würde sie sonst irgendwie versuchen... Okay, der andere Ausgang muss auch noch angetippt werden. Da ist direkt der Haken. Okay, sie ist nicht tot. Machst du den Ausgang bei der Check mal eben auf? Ich bin nicht bei der Check. Ich bin da, wo sie hängt, hinter Mähdrescher. Da ist auch ein Ausgang. Achso, ich bin auch hier. Gut, dann mach den auf, mach den auf. Ja, da ist sie gerade. Lol, hier ist die Luke bei ihr. Komm schon, Fangman. Die campt gerade am Ausgang. Ich bin gefährdet. Ja, jetzt kommt sie wieder hin. Ja, kacke, wir sind beide One-Hit. Ich mach den auf und komm dann zu euch. Und lauter lauft jetzt zum anderen.
Nee, nee, wir laufen zum anderen, wir laufen zum anderen. Okay. Komm schon, Fangman. Mach ihn auf. Oh, das ist die mit dem Schlüssel. Oh mein Gott, die war direkt beim Schlüssel. Nein, wir waren direkt bei der Luke, Mädchen. Hat sie die nicht gesehen? Voll nicht geahnt, dass das die mit dem Schlüssel ist. Die hing halt genau neben der Luke. Hoppala, wir hätten einfach durch die Luke gehen können. Was soll's, wir haben überlebt. Ja. Schade nur, dass der eine... Tut mir leid für die andere. Ja. Es gibt auf jeden Fall ein GG, weil die beiden echt nice waren. Ja. Das war eine gute Runde. Okay, gut. Mir fehlen noch zwei Embleme. Ja, siehst du, cool. Yep. Warte, warte, warte. Ah, okay. Es ist in der Liste gefunden. Aber ich denke mal so, mein zeitliches Maximum, was ich anpeile, wird halb zwölf, soll schon halb elf oder so sein. Ja, ich habe auch so gedacht, das wird Pi mal Daumen 2 Stunden und dann... Ah, alter Mann. Guck mal, Jason, dein Vater ist auch mit dabei. Yay. Ich bin wirklich Vater und Sohn, sind die beiden. Ja, dann, habe ich auch so gedacht. Ich war ja vorhin schon einmal da, das ist ja jetzt nur so ein bisschen mal für zwischendurch. Ganz ungezwungen. Zugabe. Mein, vielleicht. Ich packe mal 100% rein, ne? Okay. Kinder muss es sich ja lohnen. Wir können ja gucken, dass wir vielleicht jetzt ein, zweimal. Ja, alles gut, mach aus. Ist okay. Dass wir vielleicht jetzt mal wieder hin und wieder der Bedellet ein bisschen spielen. Einfach auch schon. Ah, Nostalgie. Damals, als DVD noch cool war. Nein, also es macht ja trotzdem Spaß. Also, man hat zwar manchmal so eine Runden, die einen triggern, aber wenn man dann halt mindestens zu zweit ist und sich da ein bisschen gegenseitig raushilft, geht es eigentlich. Alleine ist schon wieder so eine Sache. Ja, vor allem aber auch, wenn man keine Events hat oder nicht irgendwas, wo man was versammeln muss, dann ist es viel angenehmer. Weil, ich finde es tatsächlich besser, wenn es Events gibt, weil ich dann eine Art Ziel habe. Ja, aber bei mir ist es oftmals so, wenn ich dann eben einer erzielt habe und dann durch Trolle oder ähnliches das nicht machen kann oder erreichen kann oder einfach durch schlechte Runden, dann regt man sich eher auf, als wenn man einfach so salopp spielt, weißt du? Ohne, dass man bestimmt irgendwas erreichen muss. Ja, erreichen muss man ja immer, dass man dann kommt. Ich sag mal so, ich find's halt nicht so schlimm, wenn ich mein Ziel erreiche und dann dafür gefacecampt werde, weil ich mir dann denke, ja Junge, mach, ich hab das, was ich wollte. Ja, aber stell dir mal vor, du erreichst dein Ziel um ein Pünktchen nicht und wirst dann gefacecampt und das 3 Runden hintereinander. Das kann aber auch immer passieren. Ja, aber bei dem anderen arbeitest du ja nicht unbedingt auf ein Ziel heraus, auf eine Aufgabe, die du lösen willst. Ja, aber ich finde das Archiv, die Sachen, die machst du ja während des Spiels nebenbei. Ich meine, das heißt dann so, hängen ein paar Leute ab, machen ein paar Gens. Das sind ja Sachen, die du sowieso machst. Ja, ich meine jetzt auch eher so auf Events bezogen. Was weiß ich, dieses... Was war das? Generatoren-Event. Generatoren-Event, da wo man spezielle Generatoren hat für Punkte und... Was weiß ich nicht für ein Kram. Ja, guck, Krone. Das sieht so komisch aus. Ja, vor allem finde ich schade, dass man den Skin nicht auf jeden Kopf setzen kann. Du musst halt dafür deinen Standardkopf nehmen. Das fand ich damals ein bisschen doof. Das sitzt ja nicht mal auf dem Kopf, das sitzt hinterm Kopf. Ja, keine Ahnung. Ich setze jetzt eine Glücksmütze auf. Wie so ein vergewaltigter Heiligenschein oder so. Wow. Ich habe jetzt eine Glückskäppi, die uns bestimmt kein Glück bringt. Wir werden sowas und drauf gehen. Okay, da hat jemand, glaube ich, ein Tuch reingeworfen. Ja, wir können ja noch so 2 Runden spielen und dann ist erstmal gut. Jo. Wir haben wieder Lebenszeichen von uns gegeben, das sollte erstmal reichen.
Wir sehen uns dann in 3 Monaten wieder. Ja, so viel mal in Jastream für knapp 2 Stunden. Wow. Nein, ich habe jetzt mein Privatkram soweit geregelt und jetzt kann ich wieder. Also, wenn ich natürlich krank bin, das ist was anderes. Wow, meine Haare leuchten voll. Jason, warum habe ich diese Frisur jetzt? Weiß ich nicht, warst du in Tschernobyl? Hi, Freunde. Ach, da hinten seid ihr. Ja, wollte ich nicht dabei haben. Ja, der Dreiertrupp da vorne, weißt du, und ich spawn hier hinten irgendwo in der Ecke. Das Spiel hasst Jason. Ey, hier ist kein Platz. Da ist ein Totem. Da, wo ich, genau. Da, wo ich hingucke, was du nicht siehst. Am besten, wenn ich auf mein Bildschirm zeige. Da, Jason. Oh Gott, das ist weit gelaufen. Wo denn? Der stand da hinten einfach im Weißfeld. Ich mach das schon zu Ende. Ach, da ich ist er. So ein bisschen, die Kamera denkt mir nichts Böses und steht da einfach voll regungslos in Weißfeld. Aber es ist ziemlich oft Michael heute, ne? Oh ja, wir sollten länger streamen. Schon das dritte Mal. Ja, geil. Thanatophobie. Ah, ich muss ja sagen, Michael ist mitunter mein Lieblingskiller, weil er ist der Einzige, wo man sich mitunter noch erschreckt, weil einfach manchmal lässt du seine Kamera ein bisschen hin und her schwenken, denkst dir nichts Böses, fühlst dich sicher, weil du keinen Hart hast und plötzlich schlägt er einfach um die Ecke und fliegt ihn rum. Ich meine, ja, kann man mit Ghostface theoretisch auch machen, aber ihn finde ich eher zum Lachen. Lustig, ja. Wenn er so einen Wackelkopf um die Ecke geht. Also Michael, das gibt mir persönlich erstmal... Oh, hey Jason, was ist los? Ich hab da was zu packen. Da, wow, jetzt wieder mich. Jason, warum hast du mich? Darum. Jason abschmiert. Ich mach einen Gin, weißt du? Und Jason denkt sich so, ach ja. Ich mach auch einen. Wow. Wie scheiße. Der Mama hat zum Essen gerufen. Ja, Michael ist, Jo, der kommt zu uns. Jen, fertig machen, Jen, fertig machen, Jen. Ah! Ah! Ich wollte ihn noch fertig kriegen, aber er hat mich so oder so gelegt, weil ich war noch angehängt. Ist er nicht, der ist doch fertig, oder? Ja, wir haben ihn gerade noch fertig gekriegt, aber jetzt hat Toast Michael in der Backe. Der gute alte Michael. Du sagst, wenn ich dich holen soll, ne? Ja, ja. Okay. Ich bin gerade dabei, mich erst zu holen. Ich beobachte dich mal da hinten, wie du rumliegst. Mein Gender hat jetzt 60 ungefähr. Okay, ich glaube, er hat Toast verloren. Er sucht mich wo ist denn der andere? Kann der nicht aufnehmen? Einer ist sehr weit weg, Toast läuft da noch rum und einer hockt hier bei mir. Achso, ich mach nämlich hier, damit ich der weit weg ist. Ich mach den Jen, da wo du bei der Scheune vorbeigelaufen warst. Hm. Oh, nice! Lauf! Der hat mich aufgehoben und direkt in die Wunde gestochen, sozusagen. Oh, hey Toast! Hey Michael! Haha, mein Jen! Voll das Déjà-vu-Erlebnis-Vieh. Meine Glücksmütze, sie hilft. Ich bin bei Toast. Mhm. Ich bin gerade zu dem, der sich heilt. Oh nein, natürlich muss genau in dem Moment ein Check kommen, wo ich loslasse. Das ist doch. Oh nein, hast so, du geschrien? Ja. Komm schon, alter Mann, werde ich nicht. Lass dich anfassen. Aber ich glaube... Ja, ich hocke am Schrank. Das Gute ist, hier kann man die Blutspuren nicht so leicht sehen. Ja, das stimmt. Ja, alter Mann, alles gut. Bisschen weniger Rauch und dann geht das schon wieder. Okay, er ist nicht bei mir. Okay, ich sehe... Oh, okay, er ist hier bei mir. Nein! Michael, ich liebe dich! Bei welchem Gen warst du eben?
Mein Gen ist fertig. Achso. Warst du nicht in der Vorschule? Hast du Zahlen nicht gelernt? Nein. Michael, wir können Freunde bleiben. Also jetzt mal ehrlich, wir können Freunde bleiben. Michael? Achso. Erst mal 5 Uhr über mich rübertreten. Wow. Bist du das neben mir? Ja. Okay, die anderen beiden machen einen Gent. Der hat sowas von Barbecue. Der rennt direkt auf die beiden zu. Nice. Also ich kann mich zu noch selber heilen, wenn du einen Gen machen willst oder so. Ja, in der Richtung ist nur auch ein Gen, deswegen dachte ich, ich laufe damit. Ja, ich renne in die Killer, check, dass wenn da jemanden liegt, ich dann einfach in den Schrank gehen kann wegen Barbecue. Jo, ich komme dann dazu. Jo, ich komme dazu. Mein Schrank. Meiner. Oh, da ist ein Tote. Ja, hab ich eben auch schon gesehen. Willst du ihn dann retten gehen? Nach der Fluchtversuche? Nö. Ich hätte mich gerade so... Man blutet inzwischen, glaube ich, sogar schneller aus, wenn man so Faxen am Haken macht. Das könnte sein. Weil er hat schon voll viel Leben verloren. LOL! Der ist voll an der Nase, hat er sich abgehakt. Hat einen Eumel. Wow. Immer dann, wenn man sich braucht, funktioniert. Ja. Ich mach eben kurz das Totem und dann guck ich mal nach dem Gen. Ja, hier vor der Tür ist Gen. Ich bin schon wieder da. Oh, hey Toast. Oh, hey Michael. Oh. Du bist bei der Killer-Check mit Michael. Hm, hab's gerade gesehen. Ja, Michael hat kein Interesse mehr an Toast. Ja, er hat gehört, wie ich am Gen gearbeitet habe. Folgt er dich? Jo. Okay, dann setze ich mich jetzt an den Gen. Ich habe ihm aber gerade eine Palette ins Gesicht gehauen. Der Randy Random macht auch einen Gen. Genau gegenüber von dem Gen, wo du gerade warst. Also an derselben Seite. Oh, hier sind keine Paletten mehr. Hey, es geht da weg. Hat er Heartbeat? Oh. Da ist noch eine Palette. Nein, Palette. Nein. Die hätte eigentlich fallen müssen. Du bist voll weit weg. Warum ist er von seinen Gen gegangen? Was hält sich jetzt? Weiß ich nicht. Vor allem sich bei dir 3 zu heilen, ist immer sehr schlau. Mhm. Na gut, aber du wirst dann auch nicht gehört. Quatsch. Da die Eis im Gerücht. So, den kriegen wir auf jeden Fall fertig. Er kommt her. Ist das der vor der Check gewesen? Ja, ne? Ja. Er verfolgt, glaube ich, Toast. Ich komme zu dir. Und da hinten, wo der andere Typ ist, ich glaube, da war auch ein Gen, wo er bis eben noch dran saß. Sollte ich erstmal heilen oder wollen wir zum Gen? Er ist dann auf Stufe 3, ne? Also von daher erstmal hin, würde ich sagen. Hör auf zu heulen und lauf! Ach, Springbus, toll! Ich habe auch Adrenalin dabei. Das ist gut. Da ist auch ein Totem. Guck mal, wenn wir dann fertig sind. Er ist auch von dir 3 runter, das heißt, wir können Toast eigentlich holen. Jo. Okay, das Totem brennt nicht. Michael kommt. Jo, da ist er. Hat mich. Okay, ich renn zu Toast. Ich hoffe, der Random macht einen Ausgang. Bist du noch verfolgt? Noch, ja. Okay. Kannst du noch hängen? Ja. Nice. Also wenn der Random jetzt mitmacht, dann... Oh, ich hab die Luke. Weiß, wo die Luke ist. Ist egal, wir brauchen die Luke nicht. Ha, hat er neben geschlagen. Er hat nochmal daneben geschlagen. Nice. Achso, Toast rennt zum Ausgang. Alles klar. Oh, ich glaube, ich habe gerade an dem, der den Ausgang aufgemacht hat, abgeschmiert aus Versehen. Ja, aus Versehen.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Der Toast macht den Ausgang auf. Also den anderen dann scheinbar. Ja, ich mach den anderen auch auf. Ah, shit. Okay, ich halte Toast kurz. Wenn er jetzt nicht tot ist, können wir ihn eigentlich holen. Er dürfte eigentlich nicht tot sein. Und er hängt ihn scheinbar auch. Oh. Er trägt ihn in den Ausgang. Okay, lass ihn nicht von ihm. Oh nein! Oh, ich bin ausgerutscht. Alles gut, er lässt ihn leben. Ja, ich wollte ihn eigentlich irgendwie noch heilen oder so. Ich bin rausgeflutscht. Geh raus! Geh raus! Kollege, du sollst rausgehen! Warum geht denn der nicht raus? Ich will, dass er sicher ist. Okay, jetzt geht er raus. Okay. Ich wollte gerade sagen, er hätte ihn jetzt aufgehangen, hättest du rausgehen müssen, weil sonst hätte er dich gestalkt. Das wäre nicht so gut gewesen. Problem war auch, ich war noch verwundet. Ich wollte mich noch heilen und hätte dann versucht, ihn vom Haken zu holen. Cool. Ein GG. Ja, Michael. Ein sehr netter Michael. Hm. Cool. Jetzt fehlt es ist, haben die 100% sich mal gelohnt. Endlich mal. Jo. Oh, apropos, ich muss Punkte ausgeben. Eigentlich. Na, eine Runde geht noch. Ihn doch. Ja, aber dann dauert es wieder so lange, bis ich level alles, ne? Siehste, ich habe meine Glücksmütze mitgenommen und direkt haben wir alle überlebt. Das heißt, ja, ich darf sie jetzt nicht absetzen. Ach, ich behalte die einfach auf. Das passt schon. Ab und zu mal umziehen. Ich kann auch die Frisur nehmen. Damit bin ich super unauffällig. Jetzt findet mich kein Killer. Und ich habe ein Pizza Hawaii-Stück mit. Es ist das einzige zu essen. Obwohl, es gibt aber. Was soll man so anhören, ne? Ich muss so eine Cake-Puppe ranhängen. Das waren immer noch nicht die ersten 5 Level einfach durchsetzen kann direkt, weißt du? Ja, einfach so oft akzeptieren, Ja, nein, ja. Nein, ich bleib beim Essen. Das ist hübsch. Was ist das? Interessant. Na gut. Habe ich was? Ich habe dafür nichts mitgenommen. Oh, Item brauche ich nicht. So, meine letzte Luftschlange. Und die ziehe ich jetzt in euch. Ja, war aber eine coole Runde. Ich würde sagen, wir machen jetzt die letzte Runde und dann gehen wir alle mal schlafen. Ja, auch hier. Keiner bleibt wach. Alle geht hier schlafen. Kein Wenn und Aber. Es gibt morgen keinen Nachtisch. Ach, ich muss wieder Kuchen machen oder irgendwie Kekse backen. Aber für Kekse ist es so warm. Kekse ist für mich eher was für den Winter. Mach doch eine Torte. Torte. Ist auf jeden Fall nicht warm. Ja klar, aber wenn man im Kühlschrank landet, ist ich glaube, ich werde mir mal wieder Erdbeeren holen und dann schön mit Sahne und Vanilleeis. Oh ja. Das wäre eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich wirklich mal. Lustig ist, Vanilleeis so mag ich gar nicht so gerne, aber mit Erdbeeren zusammen ist das halt echt super. Aber Vanilleeis so einzeln finde ich mega langweilig. Ja. Ist nicht so, als würde ich es halt gar nicht essen, aber es ist halt nichts, wo ich zur Eisdiele gehe und sage, ja bitte eine Kugel Vanilleeis ohne alles. Geil. Es ist nicht gerade das Highlight schlechthin. Nee. Ich war ja schon immer ein Fan von schwarzer Teller tatsächlich. Oder Erdbeer. Und das so richtig geile Erdbeer ich ist. Ich bin Fan von Banane und Kirsche. Echt, du bist eher der Kirschmensch. Also echte Kirsche mag ich auch gerne, aber vom Eis finde ich Erdbeer besser. Wir haben ja so ein paar Dörfer weiter, so ein richtig geiler Eisdiele. Der schmeckt so unglaublich gut. Boah, so richtig frisch und fast überhaupt nicht künstlich. Also so richtig erfrischend, wenn du das Eis dann isst. Es gibt ja so Eis, weiß nicht, ob du das kennst, wo zum Beispiel Zitrone richtig krass künstlich schmeckt. Ja. Bei der eine Laden, das ist so. Ach, herrlich. So
So, ich reiz die Zeit jetzt mal noch ein bisschen aus. Ach, weil du levelst? Ja. Ich glaub, das sieht. Und mich jetzt noch ausrüsten muss. Auf die Schnelle. Ach, alles gut. Der Killer ist nicht bereit, die andere ist nicht bereit. Toast und ich, wir sind die Einzigen. Wir wollen's wissen. Ich hätte gern diese Weste, das ist voll süß hinten drauf. Okay. Alle Mann anschnallen, es geht los. Erstmal einen Schluck trinken. Wie egoistisch ihr alle immer seid. Wow. Ich packe immer die 100% rein. Die anderen so, ja, nö. Ah, passt ganz gut. Ich habe nämlich, bevor wir gestreamt haben, noch eine Wäsche angemacht. Die sind jetzt auch fertig. Du hast die Wäsche angemacht? Ja, die war so richtig geil. Dann war ich's auch. Oh, meine geile XXXXL-Unterwäsche. Oh Gott. Das Zelt. Sie nannten es nur das Zelt. Ja, wenn ich Kinder habe, ich brauche kein Zelt kaufen. Die kriegen meine alten Unterwäsche. Aber heute starten wir echt oft zusammen, ne? Ja, furchtbar. Verstehe ich auch nicht. Merkwürdig. Gleich mal den Support anschreiben, was der Scheiß soll, ob die mich mobben wollen. Haben bestimmt die Illuminaten irgendwas mit zu tun. Hey Jason. Wir sind auch sehr häufig heute bei McMillan gelandet, ne? Die Melodie sagt mir gerade nichts. Oh mein Gott, das könnte neu sein. Das ist Bang Bang. Bang Bang, Wagga Bang Bang. Oh Mann, du hast den neuen gar nicht gesehen heute. Ja, irgendwann passiert es noch. Ich muss auch irgendwann noch was streamen. Ich habe den neuen ja auch noch nie gespielt. Ich habe ja damals gesagt, wenn ich den dann habe, dann im Stream. Ich habe ja bisher immer alle Killer das erste Mal dann im Stream gespielt. Auch den Typen da. Ich habe ihn erst, glaube ich, zweimal gespielt in dem einen Stream. Und oh, es hat so viel Spaß gemacht. Aber ich finde das mit dem Gewehr sehr gut gemacht. Obwohl ich schlecht im Shooter bin. Das ging tatsächlich. Und wenn man jemanden trifft und dann ranzieht, ist das ein sehr schönes Gefühl. Da freut man sich richtig. Tada! Ah, in die Richtung wollte ich gerade. Wir sollten unbedingt auf die andere Seite. Jo, bin schon auf dem Weg dahin. Er wird jetzt wahrscheinlich nach Toast suchen, das heißt, ich werde wahrscheinlich abhängen gehen. Ja, er hat Toast. Toast wird, glaube ich, abfarmen. Ja. Ich mach den Gen in der Nähe, den Check gleich. Oh krass, er hat Toast sogar abfarmen lassen. Wow! Oh Gott. Ich geh jetzt aber nicht auf den Berg und guck hier runter, oder? Ja, und nicht abfahren. Okay, er geht auf die andere Seite. Okay. Da bist du mir sicher. Oh ja, ich sehe. Ne, jetzt kommt er zurück. Ja, wow. Er hat was gegen alte Männer. Und gegen Toastbrot. Er hat was gegen altes Toastbrot. Ja gut, altes Toastbrot schmeckt auch nicht. Oh shit, da ist er. Oh shit, da ist er. Oh shit! Wow, er hat daneben geschossen. Ja, er wird tot unbedingt. Wow! Er wollte anzapfen. Versicherung bezahlt? Witzig, das wäre, wenn die Brüste nicht echt sind, er schießt rein, die explodieren einfach so wie so ein Wasserballon. Oder das prallt ab, das Ding. Boing. Ja. Post wenden zurück und ihm voll in den Kopf rein. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite.
Du rennst gerade zu den Random. Kannst du Toast tun? Du bist der Einzige, der nicht verletzt ist. Ja, ich mache hier den Gen einmal noch mit dem Schmecker. Den dann noch. Ach, Toast hängt schon in der zweiten. Ja. Der Einzige, der nicht verletzt ist, wäre, glaube ich, ganz gut. Die Geile. Oh, kann ja gucken, ob ich die... Ich kann die Mecker gleich sonst heilen, wenn sie nicht verfolgt wird. Sie rennt in den Keller? Ach, die sind wahrscheinlich. Nein, das war die falsche Seite. Ja, das reicht noch. Oh Gott, wo ist er? Da ist er. Ah, die versucht sich, glaube ich, erste Hilfe zu holen. Megan, ich bin doch hier. Ich kann dich heilen. Ich hab eine Krankenschwester. Ich weiß, wie das geht. Er kommt zu uns. Komm her. Oh, das ist eine Taschenlampe. Das ist bestimmt für dich. Jetzt, lass dich doch heilen. Ja, was hättest du jetzt gemacht, hätte der Gebietsbank? Das wäre doof gelaufen. Oh, ei. Habe Megan. Ich glaube, er verfolgt gut. Toast. Ja, irgendwie hat er es auf Toast abgesehen. Keine Ahnung. Ey, Megan, weißt du, wo ein Jen ist? Nee, der Jen ist an Megan. Da ist ein Jen. Er wirft sie erstmal voll in die falsche Richtung. Ja, Toast ist tot. Jo. Der arme Old Man. Jetzt hat er mich. Ach nein, ich habe meinen Spritboost nicht mehr. Ich mach auf der Seite von der Killer checken, Jen. Achso, du bist auf der anderen. Okay. Dann ist ja gut. Oh, hi. Das war der andere Random. Warum ist sie nicht bei mir geblieben? Ich mache hier wenigstens einen Jen. Das ist doch eh der letzte. Oh wow, du hast voll abgeschmiert. Ja, die kam mir auf einmal entgegen. Ich bin ja durch die Linie gelaufen. Mach die dafür einen komischen Eiertanz? Ich hab keine Ahnung. Ja, jedes Mal du, das tut mir leid, Toast. Ey, mein Jen knallen lassen, weil ich in den Chat geguckt hab. Böser Chat. Warum machst du sowas? Weil das geschrieben worden ist und ich dachte, ich kann kurz rüber gucken. Das Coole ist, dadurch, dass du dir explodiert hast, weiß er, dass ich hier bin. Das heißt, du könntest sie zu Null treffen. Sag mir Bescheid, heißt, wenn er da ist. Nee, im Moment sitzt er am Gym, der fast fertig ist, deswegen. Meiner ist auch fast fertig. Er kommt zu mir. Ich bin bei 80. Ich war auch so 85. Okay, ich hole sie und dann versuche ich ihn zu treffen. Boah, Alter. Bei ihm musst du zickzack laufen, das ist ganz wichtig. Ja, der Gen von mir, der war auch direkt oder ist direkt von dem Ausgang. Direkt da, wo ich gleich hängen werde. Und zwar genau. Ah, die Gens, die haben wir eigentlich jetzt gerade ganz gut gemacht. Ich versuche mal eben meinen fertig zu machen. Mhm. Da rennt mir die Megan jetzt hinterher, oder was? Ja, so ein bisschen. Er kommt jetzt auch in eure Richtung. Jetzt dreht er wieder ab, kommt wieder zu mir. Wo rennt die denn jetzt ganz hin? Das weiß sie wahrscheinlich selber nicht. Da hinten ist nichts und ich glaube, die kann sich nicht mal selber heilen, sonst wäre sie doch nicht im Keller gewesen. Ich habe keine Ahnung, was die da jetzt gerade macht. So, Jen ist fertig, ich hole dich. Oh, sie hat Zeit totgeschlagen, bis der Jen fertig ist wegen Adrenalin. Wow, anstatt mir zu helfen, ey. Oh Gott, er ist bei mir. So Mädel, wenn du schlau bist, musst du erstmal den Ausgang, sehr schön. Scheiß, er hat mich gesehen. Okay, hier bei mir ist der Ausgang bei der ersten Lampe, zweite Lampe. Er ist noch hier hinten bei mir, also alles ist cool. Ich habe ihn betäubt. Okay, wenn sich jetzt holt, easy. Ja, jetzt ist der Ausgang auch jetzt schon ziemlich. Ich muss jetzt auch zu euch kommen. Nein, natürlich hat er nötig. Oh fuck, egal, geht sonst einfach. Das ist. Natürlich hat er nötig. Oh Mann, ey. Das war irgendwie zu erwarten. Das ist so schön, um wahr gewesen zu sein. Egal. Du hängst doch auch das erste Mal, oder? Komm schon, komm schon! Help me! Wo bist denn du?
Ausgang. Nein, helf mir nicht bei der Nöt. Da bist du. Nein! Nein, Jay, das ist Ja, das fiel mir zu spät ein. Ich dachte, Leute, ich kriege ihn geblendet. Ihr müsst ihn blinden, wenn er mich hochhebt. Oh Gott. Lol. Jason, nein. Doch. Jason, ernsthaft, warum? Oh Gott, nein. Jetzt macht er hier wieder einen Schneckenrennen oder was? Krieg zum Ausgang, du kannst dich dann vielleicht freiwillig mit Glück. Wow. Komm schon, 4%. Nein, doch, hat noch gereicht. Oh, schon 4%. Das war ja mal. Nein. Oh Mann. Oh. Nein, ich bin tot. Boah, aber das war gerade so spannend. Ja. Fuck, ich wäre fast freigekommen. Oh Mann. Es war so knapp mit der Kette, ich war fast frei. Hä? Toast schreibt haha. Anstatt GGG. Vielleicht hat er das Nelson-Syndrom. Haha. Oh. Okay, das war ja zum Schluss doch noch ziemlich spannend. Bin gestorben, kein Problem. Ihr seid gerade so rausgekommen. Ja, aber wirklich nur gerade so. Oh, geliehene Zeit, ihr hättet runterholen können. Ja, verdammt. Egal. War trotzdem lustig. Hätte ich nicht gedacht, dass so langer Zeit mal wieder hier die zusammen schon DVD zu streamen. Und dass wir sogar halbwegs erfolgreich dabei sind. Ja, ist halt echt so. Oh Mann, okay, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall. Wir haben jetzt 2 Stunden, das war von Anfang an ungefähr so der Plan, jedenfalls von meiner Seite aus. Jo. War ja vorhin schon mal 3 Stunden da. Das reicht noch für heute. Nicht so viel auf einmal, weil, weiß ich auch nicht. Sonst wollen sie immer mehr. Ja, ich dachte, ihr habt das so. Oh Gott. So viel von mir ist auch nicht gut auf Dauer. Das ist wirklich so. Okay. Ja, Toast, auf jeden Fall danke fürs Mitmachen. Das waren gute 2 Runden. Zwei? Wir haben 2 zusammengespielt, ne? Doch, ja. 2. Nee, ich glaube auch. Hat Spaß gemacht. Also, falls wir dann nochmal irgendwie demnächst wieder spielen sollten, könnt ihr alle gerne wieder mitmachen. Falls es mal zu einer 5er-Lobby kommen sollte, können wir bestimmt auch 1-2 Mal privat spielen. Dass einer vielleicht Killer ist. Müssen wir dann mal gucken. Ja, aber alle für sich. Warst du sehr erfolgreich. Jason hat Prestige, ist sogar schon Level 25. Du levelst gerade weiter, kann das sein? Ich level gerade noch ein bisschen weiter, ja. Ich habe noch 400.000. Ah, ich habe jetzt auch 400.000. Achso, ja, Toast, viel Spaß beim Killerspielen. 4 Erfolg. Klatsch die alle nieder. Erstmal hier die Frust rauslassen, weil du gerade gestorben bist. Oh Mann, ey. Ja, aber war doch schön. Ende des Wochenendes. Einfach nochmal schön genossen. Guti. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, einen schönen Restabend, einen schönen, super tollen Start in die Woche. Bleibt gesund. Wir sehen uns dann, wie gesagt, spätestens Sonntag wieder. Vielleicht auch mal spontan in der Woche. Vielleicht auch wieder mit Jason zusammen, dass wir wieder ein bisschen DVD spielen, jetzt wo wir gerade so wieder reinkommen. Wo wir uns dem Spiel wieder vorsichtig annähern. Ja, du musst ja auch noch den neuen Killer sehen. Und ja, die neue Map. Ja, vielleicht gucke ich mal, dass ich dann ein bisschen meine Punkte investiere. Du müsstest aber auch Sachen für die neue Map schon bekommen haben, oder nicht? Bist du Stufe 30? Hast du keine Opfergabe? Ist die neue Map Midwich Elementary School? Ja, es ist eine Schule, ja. Dann habe ich gerade jetzt das Ding dafür gekriegt. Okay, beim nächsten Mal wirst du das Ding dann reinschmeißen und dann kannst du dir wenigstens schon mal die neue Map angucken. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Dann gegen den Doktor. Ja. Oder den Geist. Oh Mann, so oder so. Wird witzig. Okay. Guti. Euch eine gute Nacht. Schönen Start in die Woche. Bleibt alle mal gesund. Wir sehen uns dann im Laufe der Woche oder spätestens Sonntag. Und dann, ja. Wäre damit alles gesagt. Du darfst auch was sagen, ja. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Yay. Ah, schön. Oh, rosa-roter Panther. Super. Okay. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye.